Ja, Sie haben es vielleicht gemerkt, die Montagsabends-Talkshow wurde nicht aufgenommen, wurden zwar einige wichtige Sachen besprochen, also holen wir das jetzt nach. Und zwar das Thema sollte ja ist sein Irrwege. Ja, die Welt auf Irrwegen. Irrwegen, die ihnen schaden, die ein Ruin für Deutschland darstellen, die ihr Leben ruinieren, unser aller Leben ruinieren. Die Basispartei mit ihren Irrwegen sich nicht beraten zu lassen in Richtung dessen, wo gewisse Erfolgschancen sind und das Vernünftigen Richtung Gemeinwohlökonomie und Gemeinwohlwirtschaftsordnung, GWÖ, GWO-Kombi. Darauf hat sie nicht gehört. Jetzt ist sie immer mehr abgeschmiert von 1,5 auf 1,4, jetzt 1,1 und jetzt auf 0,8 in Nordrhein-Westfalen. Die Linke ist abgeschmiert, die auch beratungsresistent ist, die also sozusagen ihre DDR-Konzepte weiterhin fortfahren wollen, immer mehr von Enteignung sprechen und von ja, letztendlich auch wie Sarah Wagenknecht eben von einer Aggressivität auf die Fähigen in der Sozietät, ja, also das ist quasi so, alle biologischen Gruppierungen leben nur durch und mit und von den Fähigsten der Gruppe. Was wäre das Löwenrudel ohne die fähigsten Jägerinnen? Was wäre, ja, alle leben sie von den Fähigsten, aber die Linke sagt, nee, wir wollen den Fähigsten in den Hintern treten und wir wollen die Steuern höher setzen als in den anderen Teilen der Welt und völlig egal, ob die dann abwandern aus Deutschland. Spielt gar keine Rolle. Die anderen sind genauso schlau und die machen das dann genauso gut. Und dann werden wir wieder erleben, wie dann die volkseigenen Betriebe sozusagen von den mitbestimmenden, unfähigen Mitarbeitern zugrunde gerichtet werden und im weltweiten Wettbewerb kläglich auf die Nase fallen und wir alle pleite gehen und arbeitslos werden und so weiter, ja. Sind diese Tendenzen und hier bei SPD und Grüne auch überall diese unrealistischen Tendenzen. Ja, werde ich gleich noch drauf zu sprechen kommen. Ja, und dann Markus Krall, der Lobbyist der Zuckerindustrie, der Tabakindustrie und Alkoholindustrie, also das heißt, freier Markt für Zuckerindustrie, freier Markt für Alkoholindustrie, freier Markt für Tabakindustrie. Der Markt regelt alles und so weiter. Und wir brauchen nichts zu unternehmen dagegen, dass die halbe Menschheit in Zuckersüchtige und Zuckerkranke, Diabeteskranke, Übergewichtige und in Alkoholiker und in Rauchsüchtige und so weiter verwandelt. Dagegen brauchen wir nichts unternehmen. Der Markt regelt das alles zum Besten für alle und so weiter. Ja, und an diesem Aberglauben hängen auch die AfD und besonders auch die FDP immer noch an. Ja, und die CDU ist da ein Tick vielleicht schon nachdenklicher. Immerhin gab es ja auch den ersten Abgeordneten, der mit und über die Gemeinwohlökonomie eine Fernsehsendung im Internetfernsehen gemacht hat und so weiter. Naja. Ja, also gucken wir uns aber nochmal anhand der, vielleicht der Bildershow an, was alles, wie all diese, die hier stehen, ihr Leben ruinieren und wie wir alle, ja, wie wir alle ruiniert wurden. Wie hieß dieser Musiksong? Was hat dich bloß so ruiniert? Was hat uns bloß so ruiniert? Was hat uns bloß so ruiniert?
Ja, schauen wir uns doch mal so an, dass wir vielleicht mit Hilfe der Bildershow mal so ein bisschen hinkriegen, was uns so alles ruiniert hat. Ne? Also erstmal, warum überhaupt ist es Kommune 1 und Kommune, Lebensgemeinschaften, warum ist das für durchaus einige Menschen immer wieder Thema? Ja, wahrscheinlich, weil irgendwas in uns noch ahnt, dass die Marktwirtschaft, die soziale Marktwirtschaft, der Kapitalismus uns unser Sozialleben weggenommen hat, das Miteinanderleben weggenommen hat, uns von dem sozialsten Lebewesen der Erde zum einsamen, kaufsüchtigen Single verwandelt hat und dass uns das nicht gut tut, weil die Volkskrankheiten Einsamkeit, Depression, Sucht und so weiter unser ganzes Leben doch unglücklich machen und zerstören. Ja, und in diesem Sinne, ja, schauen wir, und das ist der Grund, warum man sich überhaupt mit Kommune beschäftigt und warum auch ich denke, dass ich nur richtig glücklich werden könnte, wenn wir über die Hausarzt-Gesundheitsgemeinschaften einige Leute wenigstens wieder die Möglichkeit bekommen, sich in Richtung Kommune weiterentwickeln zu oder zurückentwickeln zu können zum Naturzustand. Ja, denn es gibt nicht viele Hinweise, dass wir diesen Naturzustand schon genetisch verloren haben, dann wären wir ja glücklich als Einsame. Aber die Einsamen sind ja meistens unglücklich und eben nicht glücklich. Und das spricht dafür, dass wir unser genetisches Kommunenerbe, Gruppengemeinschaftserbe noch in uns haben. Ja, aber ernsthafte Gemeinschaften gibt es natürlich eben bis jetzt noch nicht. Die unsere Gemeinschaft Köln-Süd hat ja dann auch mangelnden Zustrom, weil wirklich ernsthaft anders leben als im Kapitalismus schaffen zum Beispiel die meisten Frauen auch gar nicht. Ne? So, dann schauen wir uns mal weitere Bilder an. Ja, das Wahlbündnis, da kann ich auch noch mal einen Blick drauf werfen hier. Wahlbündnis, wo ist es denn? Da haben wir das Wahlbündnis. Ja, da haben wir doch jetzt diese Verbildlichung drin. Da hat sich doch gezeigt, dass es außerhalb dieses Wahlbündnisses ein Beispiel für ein Wahlbündnis gibt. Ne? Deswegen habe ich mal ein paar Beispielfotos zur Verfügung gestellt und denen geschickt. Und die sind jetzt auch alle hier drin, ne? Nämlich, dass hier die Klimaliste wohl auf ihre Wahlteilnahme verzichtet hatte und ihre Fans aufgefordert hat, am 15. Mai die Linke zu wählen, hat aber trotzdem nur für 2,1% gelangt, weil da eben nicht 100 Gruppierungen und Denker und Parteien eine Rolle spielten, was vielleicht 10% ermöglicht hätte, sondern nur eine Unterstützungsgruppierung, ja. Und so haben wir da jetzt überall diese Fotos drin. Ne? Da gibt's da alles auf dieser Wahlbündnisseite. Und denn die Partei des Gemeinwohls hier, wo ist sie, ist ja eben auch schon hier steht's ja. Auch wir nehmen teil am Wahlbündnis ARD und ZDF-Öffnung für uns. Unsere letzte Hoffnung, GWÖ-GWO-Kombi. Ja? Ja, aber was hat uns alle so ruiniert? Wie haben auch die Parteien uns alle ruiniert? Wie ruinieren sie Deutschland? Wie ruinieren wir alle zusammen Deutschland? Denn es sind ja nicht nur die Parteien alleine. Wir sind ja alle durchdrungen von dieser Marktwirtschaft, von diesem Kapitalismus, der uns allen schadet. Ja, schauen wir doch mal weiter. Ja, das sind jetzt, ja, deswegen, also die GWÖ-GWO-Kombi finden Sie ja auch auf der Homepage Weltrat und nextscientistsforfuture.de finden Sie ja auch da alles weitere. Und diese Kombi, darauf müssen wir im Moment setzen. Die GWÖ hat es immerhin schon zu einer gewissen
Weltberühmtheit geschafft, die Gemeinwohlökonomie nach Attac-Gründer Christian Felber, Attac-Österreich-Gründer Christian Felber, und die Gemeinwohlwirtschaftsordnung, die ältere Schwester, die reifere Schwester von Weltrat und Next Scientists for Future. Wenn man das kombinieren würde und erstmal eine Kombinationsdiskussion überall führen würde, dann könnte uns das retten, ne? Und könnte uns die Lösung bringen. Jetzt muss ich wieder hier gucken, wo habe ich wieder falsch geklickt. So, und dann ja weitere Fotos von mir. Ja, das ist eben unsere Gemeinwohlwirtschaftsordnung. Ja, dann hier. Das ist ja diese Homepage, wo es darum geht, diese Kommunen- und Gemeinschaftslinie weiter zu verfolgen, die polyamore, bisexuelle, bonobo-schenker-kommunistische Gruppenehe erscheint mir ja nach Sichtung der Naturwissenschaften über Jahrzehnte hinweg als die glücklichstmöglichste Lebensform, zu der ich gerne wieder zurückkommen würde. Das bedeutet aber nicht, dass Sie dahin wieder zurückkommen müssen, denn der Kapitalismus, die Marktwirtschaft hat Ihnen ja ganz viel Angst vor diesem Gedanken gemacht. Also haben da, die werden höchstens mal erleben, dass der Hausarzt anspricht, dass es jetzt diese Möglichkeit des Gemeinschaftslebens und des Kommunenlebens unter der Anleitung Ihrer Hausarztgesundheitsgemeinschaft jetzt gibt, sozusagen. Aber mehr wird, wenn Sie sich dann dafür nicht interessieren, weil Ihnen vielleicht der Kapitalismus, die soziale Marktwirtschaft eher Angst vor solchen Gedanken gemacht hat, dann brauchen Sie sich auch nicht weiter damit zu beschäftigen. Aber ich werde dann Hurra schreien und werde sagen, ja, ich bin sofort dabei, ne? Ja, und dann, ja, und dort werden wir dann auch Kommunen bekommen in einer wirklich guten Qualität. Ja. So, dann haben wir wieder nur verschiedene Fotos von mir, damit Sie nicht sagen können, Sie können mich nicht sehen. So, dann haben wir ja gesagt, ja, das ist das Verrückte, dass wir im Kapitalismus, in der Marktwirtschaft alles, was hübsch aussieht und viel Geld dafür hat, sie optisch zu beeindrucken, wahrscheinlich auch immer Unwahrheit ist und sie manipuliert und sie einer Gehirnwäsche unterzieht. Und nur das, wo kein Geld drinsteckt, das kann ihnen auch Wahrheit bringen und eben in Weltrat Next Scientists for Future, das ist ja die einzige nicht korrumpierbare Instanz, die von außen keinen Cent annimmt, sondern nur interne Spendengelder verwenden darf von den Mitgliedern des Weltrates und so weiter und dadurch also letztendlich keinerlei Beeinflussung besteht. Außerdem, der Weltrat hat mehrere Mechanismen und wie die einzig unkorrumpierbare Instanz der Welt ist. Dann haben wir hier das Weltratforum, ja, Weltrat der Weisen, Weltrat, da, ja, danke, aber wie, da müssten Sie das auch direkt ergoogeln können, ne? Dann hatten wir gestartet wurde ja das New World Economic Forum, weil sich das Wirtschaftsforum Davos, das World Economic Forum, ja als ein gemeingefährlicher Club von Weltzerstörern erwiesen hat und da auch nicht mit aufhören möchte und sich nicht öffnen möchte für Ansätze, die sagen, Leute, ihr liegt alle falsch. Nur die GWÖ-GWO-Kombi und die GWÖ-GWO-Diskussion kann die Welt retten und nicht euer neoliberaler Quatsch, ne? Ja, oder Unfug. Gut, aber die wollten so bleiben und dann lassen wir die auch so verrückt bleiben. Ja, in der Schrot und Korn war ja dann auch der Artikel über die Gemeinwohlökonomie wenigstens, das gute Gespräch mit der Journalistin, die sich auch geöffnet hat für den Gedanken GWÖ-GWO-Kombi.
Dann hatten wir hier in dem Trend.at im Manager-Magazin Österreichs ja den Bericht, das Interview mit mir und zwei der damaligen Weltratprofessoren. Und hier da ein Bericht in Lazarus Pflegenetzwerk über den Weltrat. Und hier der kleine Bericht von der Bild-Zeitung Köln über unser 900 Milliarden Euro 7-Jahre-Plan für das Klima, unser Angebot an Fridays for Future, das auch eben keine Reaktion auslöste, weil eben NGOs vielleicht eben nicht die Lösung des Problems sind, sondern das Problem sind, Teil des Problems sind, als dass sich ja Fridays for Future die Orga-Leute herausgestellt haben, dass es da nur um Problemvergrößerung und Problemverlängerung geht. Ja, und hier auch Frau Dr. Franz Alt mit der Sonnenseite mit dem Artikel über den neuen Weltrat, da können Sie das direkt anklicken, dann über Google und so weiter können Sie das ja alles finden. Dann hier der Wall Street Online Bericht, holen Greta die 900 Milliarden ab, dann da ein großer Bericht darüber, wie zum Beispiel solch eine ideale Konferenz, vielleicht sogar mit Kanzler, mit hochrangigster Politik hätte ablaufen können. Und zu einem neuen Deal über alles hätte führen können. Ja, die Partei des Gemeinwohls, die also die GWÖ-KWO-Kombi als Weltrettung als Thema auch hat und aber noch viel zu wenig Manpower hat. Hier die Flyer, die mittlerweile mit sehr schönem Papier auch gemacht werden. Aber immer noch im Billigmodus natürlich bleiben, obwohl natürlich jeder einzelne Flyer dadurch viel teurer ist. Jeder kostet 30 Cent, aber wir haben ja nicht diese Abgabezahlen. Ja, dann hier die ganzen vielen Möglichkeiten, die wir aus Weltrat und Next Scientists for Future haben, um eben ein gesundes, glückliches Leben für uns alle zu erzeugen. Hier noch einmal schon mal vielleicht das Bild, was alles erklärt. Ab dem ersten Tag der Erfindung des Tauschhandels war es dann also so, dass damit die ersten Sparten entstanden, die Frühhändler und später dann auch die Frühärzte und so weiter. Und das waren dann schon die ersten Sparten der Gesellschaft. Und die hatten plötzlich überhaupt kein Interesse daran mehr, dass wir glücklich leben und möglichst wenig Konsum brauchen, sondern die hatten ein vitales Interesse daran, dass wir so schnell wie möglich oder eine Gewinnmöglichkeit, das war kein Interesse, sondern das wäre ja ein bewusster Vorgang. Man muss immer aufpassen mit bewusst und nicht bewusst. Schluck Wasser. Es eröffnete sich einfach die Nische, die ökologische Nische in der Evolution, dass wenn es irgendwie durch irgendwelche Irrtümer der Frühhändler gelingen konnte und der Frühärzte gelingen konnte, die Menschen hin zu manipulieren zum Unglück, ohne dass es die Frühhändler selbst gemerkt haben. Das heißt also, die Irrtümer, sie entwickeln Irrtümer. Irrtümer entstehen genauso wie Mutationen im Gengut, entstehen in unserem Memgut, also unserem Gedankengut oder Gedächtnisgütern, entstehen automatisch auch Irrtümer, also unser Gehirn ist irrtumsanfällig, unser Genbestand ist mutationsanfällig. Ja, und so hat die Evolution eben veränderungsfähige Räume geschaffen. Ja, denn ohne Veränderung gibt es keine mögliche Anpassung an Umweltveränderungen oder an neue ökologische Nischen, die betreten werden können und plötzlich erreicht werden können und so weiter. Also eine Einpassung in neue Dinge hinein kann immer nur geschehen, wenn Veränderung möglich ist. Also sind Gehirne immer fähig,
zu Mutationen und dabei auch zu Irrtümern, zu Wahrheiten und zu Irrtümern. Und dabei können auch Irrtümer entstehen. Und wenn dann eben Irrtümer entstehen, dann glaubt ja der Frühhändler, das sei eine Wahrheit, sonst wäre es ja kein Irrtum. Ja? Ein Irrtum ist ja immer gekennzeichnet davon, dass ich ihn für eine Wahrheit halte, aber er faktisch eine Unwahrheit ist. Das ist die Definition eines Irrtums. Die Lüge wäre, dass ich also erkenne, dass etwas eine Unwahrheit ist und diese Unwahrheit aktiv einsetze, um ganz bewusst andere zu manipulieren. Aber der Mensch hat eben auch diese Möglichkeit des Irrtums, also selbst etwas für wahr zu halten, deswegen im Brusttone der Überzeugung auch absolut überzeugend und ohne jede Spur eines schlechten Gewissens nach außen zu pumpen. Und wenn solch ein Irrtum zufällig die anderen dazu manipuliert, also uns Menschen alle dazu manipuliert, unglücklicher zu werden, einsamer zu werden, singlemäßiger zu werden und kaufsüchtig, konsumsüchtig, shoppingsüchtig, urlaubssüchtig, alkoholsüchtig, zickersüchtig, tabaksüchtig und so weiter, süchtig, süchtig, süchtig zu werden, dann, ja, schauen Sie gerade mal runter, zum Beispiel auf Ihren Bauch, ja, wenn Sie auch schon zu dem überwiegenden Teil der Menschheit gehören, der also einfach Übergewicht hat. Denken Sie noch mal dran, dass alle naturwissenschaftliche Forschung bestätigt hat, dass bei allen Tieren und Menschen nur die Superschlanken wirklich alt werden und niemand sonst. Ja? Dann wissen Sie, dass Sie schwer krank sind, ja. Und ich kämpfe auch gegen diese Krankheit jeden Tag und ich habe jetzt immer noch 4 Kilo zu viel, ja. Und ich kämpfe und kämpfe, ich kämpfe um mein Leben, weil ich genau weiß, diese 4 Kilo können mich töten, ne? Jederzeit. Und das sollten Sie sich aber auch klar machen, ne? Und wenn Sie super schlank sind, aber das nur erreichen, weil Sie zum Beispiel rauchen, dann machen Sie sich klar, dass Sie natürlich den Teufel mit dem Belzebub austreiben. Vielleicht sterben Sie dann schneller am Rauchen als an dem Bauchfett oder an dem Übergewicht. Ne? Ja, also es ist, ach, ja. Und Sie sind vielleicht durch das Rauchen wiederum auf eine andere Weise unattraktiv. Sie sind zwar einerseits sexy, weil Sie naturgemäß schlank sind. Auf der anderen Seite sind sie aber wieder vielleicht stinkend durch das Rauchen, ne? Das ist ja, also insofern ist das alles so eine Sache, ne? Also deswegen sollten wir über die GWÖ-GWO-Kombi ganz raus aus der Sucht, ne? Ja, und diese vorteilbringenden Irrtümer, VIs, ja, und so weiter, ja, und dann haben die Frühhändler. Die wurden jetzt quasi für ihre Irrtümer, die sich als für uns manipulierend herausgestellt haben uns dazu gebracht, dass wir mehr gekauft haben. Dadurch hatten die Frühhändler viel Erfolg und konnten dann durch ihre Wirtschaftskraft, lange bevor es Geld gab, waren das dann Gütergeschenke, aber heute sind es auch Geldgeschenke und so weiter, kommt es zu einem Geldfluss. Wir haben ja gerade wieder erfahren, wie riesig Parteispenden, besonders auch an die CDU, immer gehen von Seiten der Wirtschaft, ja, weil die Wirtschaft sich in dem Irrtum befindet, ihnen täte das gut, wenn es immer weiter so ginge mit diesem grausamen sozialen Marktwirtschaft und kapitalistischen System, also mit diesem grausamen sozialmarktwirtschaftlichen System, das uns alle zerstört. Und jetzt fließen also heutzutage eben Geld und vorteilbringende Irrtümer in den Rest der Gesellschaft und natürlich formt sich alles. Unsere Gehirne werden gewaschen mit den ganzen vorteilbringenden Irrtümern aller verschiedenen Sparten. Besonders auch der Bürokratien und der Behörden und all
der Nicht-Wirtschaftssparten sozusagen, die sind viel gefährlicher noch. Und wir werden alle gehirngewäschen, überall, überall, über die Spielfilme, über die Medien, über die Nachrichten, über die Politik, über die Parteien. Alles ist voll von diesen, verseucht von diesen vorteilbringenden Irrtümern. Und je reicher eine Sparte ist, desto mehr kann sie auch noch mit Geld die Ausbreitung der vorteilbringenden Irrtümer multiplizieren, und so strahlen immer mehr diese Irrtümer in unser aller Köpfe aus und zerstören unser Leben, und das zerstört Deutschland. Deutschland wird ja gerade, in den letzten Jahren wurden wir ja alle immer ärmer gemacht. Wir sehen das jetzt an den explodierenden Preisen für alles und dass wir viele Dinge gar nicht mehr kriegen. Viele Sachen sind auch gar nicht mehr lieferbar, Güter. Ich merk's vor allem daran, dass mein billiges Rapsöl gar nicht mehr lieferbar ist. Ja, jetzt habe ich wenigstens 2 Flaschen Sonnenblumenöl. Vorsicht, Sonnenblumenöl am besten wohl nicht zum Braten verwenden. Das kann wohl krebserzeugend sein. Gibt jedenfalls diesen Verdacht. Also ich nehme es nur unerhitzt, ne, zu mir. Ja, und ansonsten auch das Leinöl ist mittlerweile vergriffen und so weiter. Zum Glück habe ich noch ein bisschen was. Also das heißt, wir erleben jetzt die DDRisierung Deutschlands gerade schon, ja, weil eben diese Prozesse, die soziale Marktwirtschaft, am Ende immer zur Verelendung führt. Sie muss nicht immer, die soziale Marktwirtschaft, über solche sichtbar deutlicheren Erscheinungen wie Adolf Hitler dann in ein zerbombtes Deutschland führen, ja, sondern das geht auch so. Wir können auch so wie jetzt uns alle zerstören, die soziale Marktwirtschaft. Und sie macht das immer wieder, weil sie ist eine Menschheitskrankheit. Ja. So, dann gucken wir doch mal weiter, was uns die Bilder noch sagen können. Ja, jetzt sind wir eigentlich, jetzt gehen wir, können wir noch mal in die Geschichte zurückgehen. Also wir untersuchen ja die letzten 13, als Naturwissenschaftler, die letzten, und der Weltrat erhebt ja den Anspruch, die einzige echte Weltspitze der Wissenschaften und besonders der Naturwissenschaften, aber auch aller Wissenschaften zu sein. Wir untersuchen ja die letzten, oder haben im Blick, die letzten 13,8 Milliarden Jahre, die letzten 10 Milliarden Jahre dieses Universums mit der Entstehung der Galaxien, der Entstehung unseres Sonnensystems vor 5 Milliarden Jahren, der Entstehung des Lebens irgendwo zwischen 4 und 3 Milliarden Jahren und dem Aussterben der Dinosaurier vor circa 65 Millionen Jahren, also 0,065 Milliarden Jahren. Dann sind wir im Bereich der Millionen Jahren und da ab da dann der Aufstieg der Säugetiere, so dass wir dann vor 13,8 Millionen Jahren schon auf den Bäumen die menschenähnlichen Lebewesen, Säugetiere haben sozusagen, und die sich immer weiterentwickeln, so dass wir dann vor circa 5 Millionen Jahren den aufrechten Gang ungefähr entwickelt haben, vor 4 Millionen Jahren den entscheidenden Umbau von der Gorilla-Artigkeit, Löwenartigkeit, Gorilla-Artigkeit, Orang-Utan-Artigkeit. Orang-Utans, Männer vergewaltigen Frauen, keine schützende Sozietät. Orang-Utans und Löwen, Gorillas und Löwen. Gorillas stehen auch unter dem von uns jedenfalls geäußerten Verdacht, dass sie ebenfalls nach der Rivalentötung eventuell auch in der Lage sein könnten. Das müsste man jetzt nochmal filmen. Wenn man das jemals filmen könnte. Weil es ja kann ja sein, dass Gorillas so lange Rivalenkämpfen aus dem Weg gehen, wie sie wissen, dass Kameraleute in der Gegend sind oder so, in der Nähe sind, weil sie keine Irritation bei solch einem lebensgefährlichen Manöver gebrauchen können, ja, dass wir also die Orang-Utans, die gar keine Schutzsozietät haben, und die Gorillas, dass die vielleicht dann auch andere Gorillamänner wie die Löwenmänner
vertreiben oder gar töten mit ihren riesigen Eckzähnen, die sie ja mit den Löwen gemeinsam haben, wobei die Gorillas die überhaupt nicht zum Jagen brauchen, weil sie reine Nichtjäger sind sozusagen, so dass man daran sieht, dass die Eckzähne bei den Männern auch in erster Linie nur für den Rivalenkampf da sein können, nur als Waffen, ja, und Kampfwaffen. Und dass also dann die Gorillas sozusagen und ja dann auch eventuell die Gorillamänner, die Babys der eroberten Frauen, der eroberten Frauen oder dazugewonnenen Frauen durch den Rivalenkampf dann töten, um möglichst schnell vielleicht Vater eben auch der nächsten Kinder dieser Frauen dann zu werden und dass dann die Gorilla-Frauen, dass denen auch nichts anderes übrig bleibt, wie bei den Löwen, die Mörder ihrer Babys zum Sex aufzufordern, wenn sie in der Evolution weiterhin mitspielen wollen. Und das wollen eben die Gorilla-Frauen dann genauso wie die Löwenfrauen. Ja, und diese etwas grausame Welt des Säugetierdaseins und des menschenähnlichen Daseins haben wir dann verlassen. Die Schimpansen haben es nicht verlassen. Die sind in eine brutale Linie haben sich entwickelt, aber die Bonobos haben sich in eine die Bonobo-artigen und dazu zähle ich eben uns Menschenähnliche auch, die ich ja als Savannenbonobos bezeichne. Also hier waren wir alle dann noch so die Evolution Richtung Urwald Bonobo-artiges, aber hier, so vor 5 Millionen Jahren, in der sich allmählich der aufrechte Gang entwickelte. Aufrechter Gang heißt, wir wurden vom Urwald Bonobo-artigen oder in der Vorbereitung, also vom Urwaldartigen auf jeden Fall erstmal zum Savannen-Bonobo-artigen, während es eine Linie gab, die im Urwald blieb, und das sind eben die heutigen Bonobos auch. Und vor 4 Millionen Jahren hatten wir dann als Savannen-Hominiden, also menschenähnliche, Savannenmenschenähnliche, uns dann in die Savannen-Bonobos verwandelt, weil wir die Eckzähne verloren haben. Abgeschlossen vor circa 4 Millionen Jahren und dadurch unser System sich von dem brutalen Orang-Utan, Gorilla, Löwenartigen hin zum Sozialsystem. Wir Männer schenken alles den Frauen und Kindern und werden belohnt, indem die Frauen uns unsere Liebe auch gemäß dem Ausmaß unseres Schenkens zurückschenken sozusagen. Und solch ein Sozialsystem, in dem wir dann überhaupt nicht wissen, wir Männer zum Beispiel nicht wissen, wer der Vater welches Kindes ist, dadurch kommt es zu keinerlei Kindstötungen mehr und all diese Brutalitäten hören auf. Was aber nicht bedeutet, dass die Frauen ihr Recht verloren hätten, das Naturrecht alles hochentwickelten Lebendigen, nämlich das, was die linke Frauenemanzipation ja zu Recht verteidigt. Ja, es gibt auch bei der, nicht alles ist unrealistische Linke, es gibt auch viel realistisches Linkes, ja. Und die Frauenemanzipationsbewegung hatte eben ja letztendlich Recht mit mein Bauch gehört mir. Ja, wir sehen ja auch Hinweise, dass auch im Mittelalter, bevor quasi durch die Hexenverbrennung den Frauen und den weisen Frauen sozusagen die Abtreibungsmethoden, die damals zur Verfügung standen, weggenommen hatten und ausgetrieben hatten durch Hexenverbrennung,
dass also auch es wahrscheinlich dann auch schon einfache und naturgemäße Abtreibungsmethoden gab, aber auch das Naturrecht jeder Frau, sozusagen mein Bauch gehört mir, mein Neugeborenes gehört mir. Es gibt ja diese Hinweise, dass es ein biologisches Fenster kurze Zeit nach der Geburt gibt, in der Frauen in der Lage sind, sich dann von Kindern zu trennen, wenn sie für das Kind, für sich selber, für die Gemeinschaft größeres Leiden erwarten, dann nehmen sie das kleinere Leiden in Kauf, setzen die Babys aus, was natürlich dann auch durchaus zu einem schmerzhaften Tod führen kann, wenn ich mir vorstelle, dass die dann vielleicht doch irgendwann vor Hunger schreien und dann Raubtiere anlocken und dann gefressen werden und so weiter. Dann wird das sicherlich auch zu Schmerzen führen. Wir Menschen könnten das natürlich mit Palliativ, also mit Schmerzverhinderungsmitteln, vielleicht durch Einmassieren von glückselig machenden Dingen verhindern. Aber wenn wir sozusagen aufhören, diesen Naturschutz, dass die Frauen entscheiden und die Überbevölkerung verhindern durch mein Bauch gehört mir, mein Neugeborenes gehört mir und mein Kind gehört mir. Möglicherweise müssen wir sogar so weit gehen, dass wir sozusagen Kinder bis zu einem gewissen Lebensjahr, vielleicht sogar bis zum 16. Lebensjahr oder sogar bis zum 18. Lebensjahr in der alleinigen Entscheidungshoheit der Mütter belassen. Ja, weil die Mütter sind sozusagen die Anwälte dessen, die dafür sorgen, dass wenn das Kind leidet, unnötig, die dann sich entscheiden können, nur noch palliativ, also nur noch schmerzverhindernd und leidensverhindernd, verhindernde Betreuung zu wünschen, was ja dann in der GWÖ und GWO-Kombi gehen würde, weil jetzt würden natürlich die Ärzte sich dagegen wehren, weil sie natürlich aus jedem Menschen möglichst viel Geld herausholen müssen und deswegen dann eine vorteilbringende Irrtümer-Medizinethik-Wahnvorstellung entwickelt haben, nämlich sie müssten alles Leben um jeden Preis retten, auch wenn damit das Leben noch mehr leidet als vorher. Hauptsache, das Geld ist auf ihrem Konto sozusagen. Ja? Und diese Dynamik wollen wir ja durchbrechen. Ne? Diese gemeingefährlichen Ethiken, die ausschließlich aus vorteilbringenden, also profitbringenden Irrtümern bestehen. Ne? Und aber dann in der GWÖ-GWO-Kombi, da können Sie als Mütter wieder ganz allein entscheiden und vielleicht sollte man den Müttern bis sogar vielleicht bis mindestens 16., 18. Lebensjahr die Erlaubnis geben, dass sie ganz allein darüber entscheiden, ob ein Kind lebt oder stirbt, und da den Frauen einfach nicht reinreden, weil jede Frau will Kinder hinterlassen mit guten Chancen auf weitere Generationen, weil jede Frau will ihre eigene DNS in die Zukunft schießen. Und jede Frau weiß, welches Kind aus ihrem Mutterleib gekrochen ist, was also auch eben wenigstens 0,5 ihrer Gene trägt, ihrer wichtigen Gene trägt, also hohe Mengen an eigenen Genen und besonders der wichtigen Gene auch 0,5 trägt. Und mehr kann sie nicht in die Zukunft pumpen als das. Also wir können uns sicher sein, dass Frauen das richtig verwalten und wir können es den Frauen überlassen, was sie da entscheiden und so weiter. Wir müssen ihnen also wieder das völlige Naturrecht geben. Mein Bauch gehört mir, mein Neugeborenes gehört mir. Also von den naturbelassenen Abtreibungsformen, unschädlichen, also ich empfehle natürlich eher dann unschädliche, naturbelassene Verhütungswege, Abtreibungswege, Neugeborenen, Lebensbeendigungswege,
Natürlich idealerweise dann alles schmerzfrei, ja, also völlig ohne Schmerz erleben, ja. Denn das ist das oberste Anliegen für mich als Naturwissenschaftler. Wie kann ich die Menge des Leidens reduzieren? Während das Anliegen der Gesundheitssparten im Kapitalismus ist, wie kann ich das Leiden der Menschen vergrößern und dabei aber selbst die eigenen Profite maximieren, egal wie viel Leiden ich damit vergrößere. Ne? Das ist, also das für die Gesundheitssparten spielt es keine Rolle, das Leiden unendlich zu vergrößern und zu vermehren und zu multiplizieren, sondern das bringt ja sogar dann noch größere Gewinne und Profite, ja, und Vorteile, ne? Und aber wir als Naturwissenschaftler haben natürlich nur ein Ziel: Wie können wir die Menge des Leidens in der Welt reduzieren, ne? Und wie können wir die Menge des Lusterlebens und des Glücklichseins maximieren? Ja, das Leiden könnte man reduzieren, wenn die Menschheit sofort alles einfach aussterben würde. Aber dann hätten wir auch das Glück minimiert, ne? Wir wollen das Glück maximieren und Lebenslust, Lebensfreude maximieren. Und das Leiden und den Schmerz minimieren. Und das sollten wir den Frauen überlassen. Mein Bauch, mein Neugeborenes, mein Kind gehört ganz allein mir und da hat niemand irgendwas reinzureden. Und dann werden die Frauen es auch schaffen, dass wir aussteigen aus der Überbevölkerung. Frauen werden sagen, was soll das, wenn ich hier mein Kind hat in der jetzigen Situation eigentlich nur Leiden zu erwarten und wird keine Chancen zu den haben, zu den glücklicheren und erfolgreicheren zu zählen und so weiter. Und dann lasse ich dieses Kind nicht leiden. Das hat überhaupt keinen Sinn, dass ich mich für dieses Kind entscheide, sondern ich entscheide mich gegen dieses Kind. Und das werden dann auch die Mütter tun, denke ich. Ja, und entsprechend dafür sorgen. Und ein Staat kann das mit der GWO-Kombi noch so unterstützen, dass er eben ja, da komme ich gleich dann nachher noch dazu, dass er eben auch auf jeden Fall nicht den Fehler macht, zu sagen, hier, liebe gescheiterte Frau, wir überschütten Sie jetzt mit Geld, wenn Sie uns noch lauter scheiternde Kinder in die Welt setzen. Ne? Das macht keinen Sinn. Ne? So, gehen wir mal weiter, die Millionen Jahre, dann hatten wir vor 2,5 Millionen Jahren ja die Erfindung der Technik mit den ersten Steinmessern und Steinhämmern und deren Fertigung, weil wir Savannenbonobos ja die Hände frei hatten, die konnten sich spezialisieren und frei machen von der Aufgabe der Kletterfähigkeit und Baumfortbewegungsfähigkeit in die reine Technikhand sich umwandeln. Weswegen wir dann auch mit dem besseren Zugang zu Steinbrüchen in der Savanne eben die Technik Bonobos werden konnten damit auch. Und dann vor 2 Millionen Jahren, ja, da nochmal ein Meilenstein, nachdem sich da ja schon die Eckzähne verschwunden waren, die Rivalenkampfeckzähne der Männer verschwunden waren. Und ein liebevolles, eifersuchtsfreies, rivalenkampffreies Fortpflanzungssystem sich bei uns Savannenbonobos genauso wie bei den Bonobos entwickelte. Dann glichen sich auch immer mehr die Körpergrößen zwischen Männern und Frauen an und näherten sich stark an, nochmal so vor circa 2 Millionen Jahren, wo man auch ungefähr Homo erectus veranschlagen kann. Aber wie gesagt, ich nenne das Ganze ja alles Savannenbonobos, wobei man dann, also Homo paniscus mercantilis kommt erst hier dann. Ne? Also bleiben wir erstmal beim Savannenbonobo.
Und hier vor 1,7 Millionen Jahren müsste ungefähr der Zellverlust so langsam sein, sodass wir immer deutlicher diese Evolution weg von dem Urwald-Bonobo Richtung Savannen-Bonobo immer weiter lief, sozusagen. Jetzt wurden wir immer savannentauglicher wegen der Schwitzfähigkeit, der Kühlungsfähigkeit und so weiter. Und dann vor 400.000 Jahren, ja, die Erectus-Sapiens-Wende, also von Homo erectus zu Homo sapiens, ich nenne das dann also der endgültige Übergang zum tauschhandelnden Savannen-Bonobo, die Erfindung von Tausch und Tauschhandel. Und damit das, was ich vorhin schon geschildert habe, die totale Verkehrung der Dinge. Wir hatten dann also vor 400.000 Jahren Rot, jetzt hier 400.000 Jahren, also die Evolution Richtung der ersten Frühärzte und Frühhändler und später Frühärzte, die ja dann erst später kamen. Was haben wir dann hier so vor 300.000 Jahren? Ja, gibt zum Beispiel ja ein Forscher schon an, dass hier sogar schon der Ferntauschhandel gewesen sein soll. Professor Friedemann Schrenk ja eher erst mit vor 140.000 Jahren. Und ja, dann ist das die 1, dann ist es 1,5, 150.000 Jahren, 140.000 Jahren, ja, vor 170.000 Jahren vielleicht ja schon der Beginn des Schamanismus und der religiösen frühärztemäßigen Evolution sozusagen dann begonnen hat, vor 150.000 Jahren spätestens dann der Ferntauschhandel, und dann ja vor 100.000 Jahren circa das Verlassens Afrikas, also dass wir Savannenbonobos uns dann auch über den ganze Welt anfingen auszubreiten, vor circa 100.000 Jahren. Und ja, und dann vor Zehntausenden, vor 40.000 Jahren, ja nochmal vielleicht die große Wende, Anbahnung von Geldvorformen, Frühformen, Ackerbau, Frühviehzucht, Frühstformen, und und Beginn des Kippens des Gehirns, der Gehirngröße, also zeitgleich kippte wohl auch dann, dass wir fingen uns durch den Tauschhandel zurück zu evolvieren, dümmer zu werden. Bis dahin war die Wachstumskurve unseres Gehirns nur noch langsam angestiegen, aber dann vor 40.000 Jahren war der Kipppunkt erreicht und seitdem werden wir immer dümmer. Angeblich haben wir seitdem schon circa 150 Milliliter Gehirnsubstanz wieder zurück evoluiert. Der Kapitalismus führt zu Evolutionsverläufen in Richtung wieder kleinere Gehirne, weil er eben, wie gesagt, uns alle verrückt macht mit den ganzen vorteilbringenden Irrtümern und wahnsinnig macht. Eben weil die Sozialspartler eben nur viel Kundschaft haben können, wenn die unfähigen Frauen Massen an Kindern in die Welt setzen und dadurch entwickeln sich automatisch, da die unfähigen Frauen auch durchschnittlich kleinere Gehirne haben, entwickelt sich natürlich die Evolution auch wieder in Richtung vieler unfähigerer Gehirne, ne? So, und dann haben wir jetzt hier Schluck Wasser. Vor 10.000 Jahren dann der Durchbruch bei Ackerbau und Viehzucht und das Aufkommen der ganz großen Seuchen, weil damit natürlich mit Ackerbau und Viehzucht natürlich nochmal eine Explosion der krankmachenden Ernährung, der Kunstnahrung, denn der Mensch war ja über all die Millionen von Jahren gar nicht auf irgendwie Massenanbau von monokulturell angebauten, verzüchteten Sorten und so weiter geeicht. Und wir wurden deswegen alle natürlich dann anfällig und immungeschwächt für Seuchen und
So, und durch diese ganze Immunschwächung war dann auch so etwas wie Corona oder Grippeanfälligkeit überhaupt erst möglich geworden. Also das ist alles zu verdanken dem Tag, als vor 400.000 Jahren irgendwann der Tauschhandel erfunden wurde und der erste Frühhändler, die erste Frühhändlerin oder erste Frühhändler der Evolution auftauchte, ja? Und diesen Lebensweg einschlug. Ja, das war dieses Bild. Mehr ist auf diesem Bild ja nicht drauf. So, dann schauen wir doch mal weiter. Also nochmal hier, vor 13,8 Millionen Jahren, also das Orang-Utan, Gorilla, Löwenartige, hier, das dann übergegangen war in Richtung des Bonobo-artigen immer mehr, die ganze Tendenz Richtung Savannen-Bonobo-Dasein von uns, ja, hier Technik, Tauschhandels, also Erfindung, die große Wende, die alles verändert hat. Plötzlich gab es also Gewinnmöglichkeiten durch die Zerstörung unseres Lebensglückes und unserer Gesundheit, konnten sich plötzlich Sparten bereichern an uns, an dem Elend und auch an der Vermehrung der Unfähigen, an der Vermehrung der Kranken, an der Vermehrung der Unglücklichen. Konnten sich, also an der Zerstörung unser aller Lebensqualität, konnten sich ganz viele Sparten dann bereichern, die so nach und nach entstanden. Ja? Und aus den ersten Frühhändlern differenzierte sich das immer weiter aus in immer mehr Sparten. Also alles Arbeitende, was heute tätig ist, gehört zu bestimmten Sparten und praktisch alles schadet uns. Ja? So wie die Sparten innere Sicherheit und dafür sorgen, dass das Verbrechen sich immer mehr belohnt wird, sozusagen. Ja, also indem die Polizei Irrtümer hat, also die sie ja für Wahrheiten hält, die aber in Wirklichkeit Verbrecher ermutigen, statt sie zu entmutigen, kommt es zu immer mehr Schädigung für uns. Und wir werden immer unglücklicher, aber die Sparte bläht sich auf und hat immer mehr Karrieremöglichkeiten und immer mehr Polizisten steigen in immer wachsenden Bürokratien auf nach oben, ne, und werden höher finanziell dotiert und so weiter. Ja, und dann hatten wir hier, dann begann ja ab hier schon die Verlangsamung unseres Gehirnwachstums, und das Abbremsen der Gehirnwachstums, weil dann irgendwann ja schon Sparten entstanden, die auch ein Interesse hatten an der Vermehrung der Unfähigen mit den kleinen Gehirnen, weil das ja dann Sozialfälle waren, die man betreuen könnte, die Sozialsparten, die Weltsozialsparten, die Arbeitsamtmitarbeiter sind ja da ganz an der vordersten Front, die Profite erzielen können dadurch, wenn die Dummen mit den kleinen Gehirnen möglichst viele Kinder in die Welt setzen, während in der Natur alles dafür getan wird, dass eigentlich nur die Fähigsten die Kinder bekommen, mit den größten Gehirnen und den größten Fähigkeiten, ne? Und so weiter. Ja, und dadurch kippte dann die Kurve langsam ab und ging dann bis heute so um 150 Milliliter ging das Gehirn wieder zurück von 1,5 Liter wieder auf 1,35. Und jetzt entwickeln wir uns immer weiter zurück. Wir werden immer dümmer und werden jetzt vielleicht körperlich wird es sein, dass wir eher durch die Osteoporose und die vielen Krankheiten immer gebückter laufen werden. Also nicht, weil wir den aufrechten Gang vielleicht jetzt direkt verlieren, sondern wir werden einfach so chronisch krank, dass wir immer gebückter werden, dass wir dann am Rollator dahinschleichen müssen. Ja, ich werde ja jetzt auch demnächst meinen Musikwagen ziehen mit einem Elektrorollstuhl. Hoffentlich wird er sich als stark genug und gut genug erweisen, weil ich eben durch zwei Dinge geschädigt wurde. Durch den Hochleistungssportwahn
Hat man mich nicht gewarnt, wie gefährlich es ist, mich in dem Hochleistungssport zu überlasten und dadurch eine kleine Herzschädigung zu riskieren? Das einzige Warnvideo hatte ich vor ein, zwei Jahren von der Sporthochschule Köln, von einer Professorin der Sporthochschule Köln gesehen, die gesagt hat, schon wenn Sie ein bisschen zu intensiv joggen, können Sie sich einen Herzschaden zuziehen. Ne? Und sowas habe ich mir dann im Hochleistungssport zugezogen. Dadurch ist dann jedes Gramm Bauchfett für mich lebensgefährlich und den Herzrhythmus störend, vorhofflimmernd erzeugend, womit man angeblich jederzeit tot umfallen kann. Und deswegen muss ich, solange ich diese 4 Kilo noch drauf habe, muss ich versuchen, und vielleicht ist es auch generell gut für mich, wenn ich mehr Kraft für den Sport, der mich besser lockert, für den jetzt locker betriebenen Sport, der mich besser durchlockert als das Ziehen des Musikwagens zum Beispiel, ja, dass ich diese Arbeit an den Elektromotor abgebe und lieber dann mehr Kraft für die Musiktätigkeit habe und die damit verbundene Bewegung. Und denn wenn ich im Bob Dylan-Style auftrete, dann bewege ich mich auch durchaus auch auf den Beinen immer wieder und so weiter. Und ich bin dann auch fitter, um dann noch zum Sport zu gehen, ohne Vorhofflimmern zu riskieren. Und ja, also wir alle entwickeln uns, und ich, also durch die Kombination Hochleistungssportwahnsinn im Kapitalismus, der mein Herz vorgeschädigt hat, kombiniert mit noch 4 Kilo Bauchfett zu viel. Und ich muss da dazu sagen, ich bin circa 1,92 groß, maximal war ich wohl 1,93 groß, und mein Herz lief immer nur dann gut, wenn ich 66 Kilo hatte ungefähr. Im Hochleistungssportbereich 70 Kilo, da hatte ich aber 4 Kilo mehr Muskelmasse. Und ja, und Sie dürfen sich ja nicht täuschen, wenn Sie weniger Muskeln haben, müssen Sie noch schlanker werden, ne? Weil Sie dürfen nicht versuchen, fehlende Muskelmasse durch mehr Fett auszugleichen. Dann sind Sie wieder im Bauchfettbereich, ne? Also bei mir, sozusagen, ich erreiche das von der AOK empfohlene. Männer müssen unter 94 cm Bauchumfang haben, wenn es nicht krankheitstreibend sein soll. Ich erreiche diese unter 94 cm nur mit 66 Kilo, ne? Weil sonst einfach zu viel Bauchfett vorhanden ist. Und solange ich das noch nicht schaffe, setze ich mich also freiwillig in den Elektrorollstuhl und ziehe damit den Musikwagen und die Musikgeräte und so weiter. Bin dann ausgeruhter bei Musik und so weiter und riskiere weniger Vorflimmern und bin dann auch ausgeruhter, wenn ich zum Sport gehe. Und ja, aber eben das ist das, was die Menschheit erwartet. Osteoporotisch verkrümmte, degenerierte Körper, die dann am Rollator dahinschleichen oder auch im Rollstuhl am Ende landen und so weiter. Die Frailty, die Gebrechlichkeit. Und das ist alles das Produkt der sozialen Marktwirtschaft. Das ist alles keine Natur. Das, die vorteilbringenden Irrtümer der Ärzte sagen immer, ja, das ist alles Natur und das ist alles ganz normal. Nein, die Ursache für diese Frailty und diese Zerbrechlichkeit der Knochen und alles, das ist alles Kapitalismus, das ist soziale Marktwirtschaft. Ne? Ja, und vor diesem Leiden wollen wir sie bewahren. Weltrat Next Scientists for Future mit der GWÖ-GWO-Kombi. Ne? So, und jetzt noch einmal, hier kann man das auch nochmal schön sehen an der MEMGEAT, der mimetisch-genetischen Evolutionsanalyse-Technik. Schluck Wasser.
Also schon der erste Frühhändler, für den stellte sich schon diese völlig veränderte Situation dar. Der Frühhändler, der zufällig, bei dem ein Irrtum entstand, den er natürlich im Brusttone der empfundenen Wahrheit an andere weitergegeben hat und damit auch mit keinerlei verräterischen Zeichen der Lüge, weil er diesen Irrtum ja wirklich geglaubt hat, während das hier, der dann ja vom Aussterben bedrohte, sich nicht irrende Wahrheitsträger ist, ja, der erste, ein Frühhändler, der noch in der Wahrheit ist, der ist vom Ausblenden hier, vom Aussterben, Aussterben, Ausblenden bedroht, wie es ist hier. Es ist eine zufällige optische Möglichkeit, dass wir das hier ausblendend zeigen können, weil der vom Aussterben bedroht ist, spätestens nach ein paar Generationen, ne? Weil nämlich der hier mit seinem Irrtum, wenn dieser Irrtum zufällig die Menschen dazu manipuliert, dass ihnen irgendwie Wohlfühlen, Gesundheit, Glück, Schutz vor Kriminalität und so weiter irgendwie geraubt wird, dann kann er ihnen mehr verkaufen, mehr Konsumgüter verkaufen, weil die Menschen kaufsüchtig werden. Also süchtig gegenüber den Produkten und Dienstleistungen all der verschiedenen Sparten, die nach und nach aufkommen. Und denken Sie auch immer an die Behörden dabei und die später ja dann aufgekommen sind, die Wohlfahrtssparten, aus denen ja die heutigen Sozialsparten wurden und so weiter. Das Soziale wurde, die alle ein Interesse an scheiterndem Leben haben, ja. Und schon der erste Frühhändler hatte ein Interesse an scheiterndem Leben und alle Irrtümer, die uns manipulieren konnten, aus dem damals gelebten Bonobo-Schenker kommunistischen Gruppenehen herauszukommen, zum Beispiel indem man die Sexualität verteufelt hat, indem dieser Frühhändler also Irrtümer entwickelt hat, dass das irgendwie schlecht und böse sei mit dem Sex. Indem er uns das Pazifistische genommen hat, indem er Geschichten erzählt hat, eine Gruppe hätte, die andere hätte, und er hat diese Geschichten dann geglaubt. Vielleicht hat er nur einen Übersetzungsfehler gemacht und hat wirklich geglaubt, das sei eine echte, authentische Geschichte, eine Wahrheitsgeschichte, dass eine Gruppe die andere nachts überfallen und totgeschlagen hätte, wodurch die Leute ihm natürlich seine mittransportierten Steinäxte massenhaft abkaufen und er zum Vorläufer der Waffenhändler wird. Ja, also alles, was unser Leben zerstörte, konnte dann diesem Frühhändler Profite bringen, also und allen Sparten nach und nach, Spartenbegründern sozusagen Profite bringen. Sie konnten dadurch viele leibliche Nachfahren hier nach dem einen Kind, dann auch drei Enkel, vier Urenkel und dann ja, eine ganze Explosion von nachfolgenden Generationen hochbringen sozusagen und ernähren durch ihren Erfolg als Händler, Frühhändler, also oder Spartenstarter, egal welche Sparte, ob es die Früharztsparte war, über den Schamanismus oder dann die Wohlfahrtsspartenstarter und so weiter. Alle konnten sie dann über diese Irrtümer, über die wir dann ja vorteilbringende Irrtümer nennen, parasitäre Memekiller, Viren des Geistes, irrationale Kognitionen, vorteilbringende Irrtümer, die letztendlich eine Gehirnwäsche, Propaganda, Manipulation, Werbung darstellen, die uns alle einer Gehirnwäsche unterziehen, die wir alle mehr oder weniger für Wahrheiten halten, weil sie ja alle auch so überzeugend rübergebracht werden. Und dann gelang es ja sogar so, dass Leute dann bei diesen Erfolgreichen lernen wollten. Das ist dann die Linie der Akademien hier und der Universitäten, wo dann auch, die dann auch durchseucht wurden mit all diesen vorteilbringenden Irrtümern und dann in der Marktwirtschaft, im Kapitalismus notwendig zu Manipulationsinstrumenten statt Wahrheitsinstanzen wurden, weswegen wir ja Weltrat und Next Scientists for Future haben mussten, um wenigstens eine echte Wissenschaftsinstanz in der Welt noch zu haben, den einen korrigierenden Faktor in der Welt zu haben. Ja?
Ja, und das gilt jetzt für jede Sparte, egal ob hier ein Arbeitsamtmitarbeiter, der erste Arbeitsamtmitarbeiter der Evolution steht, der also profitieren konnte, indem er mehr Arbeitslosigkeit, also indem er vorteilbringende, also indem er Irrtümer entwickelte, die sich dann als vorteilbringend erwiesen, indem sie mehr Arbeitslose erzeugten, dadurch seine Karrierechancen und Aufstiegschancen sich vergrößerten, vorgesetzt hat werden zu können von mehr neuen Mitarbeitern. Oder der erste Polizist, der dann durch Unterstützung der Kriminellen und durch Ermutigung der Kriminellen statt Entmutigung der Kriminellen Vorgesetzter von 10 neuen weiteren Polizisten werden konnte, weil ja durch die mehr Kriminalität die Bürger sich nicht anders zu helfen wussten, als zu sagen, ja, da müssen wir doch noch mehr Polizisten einstellen. Und auch heute ist man noch auf dieser, bei den Parteien, CDU, FDP und so weiter, überall auf dieser AfD, überall auf dieser Primitivdenkensschiene, ja. Ja, einfach mehr Polizei, dann kommt auch mehr Sicherheit raus. In Wirklichkeit gibt es da noch mehr Leute, die Verbrecher ermutigen. Deswegen, also, und die Lösung, ja, natürlich muss ich die Lösung kurz skizzieren. Man muss hier einfach hingeben, in jede Situation eines jetzigen Polizisten, eines jetzigen Sozialsportlers, eines jetzigen Arbeitsamtmitarbeiters, einen jetzigen Händler, vor dem ja diese Zukunft auf ihn wartet im Kapitalismus, in der Marktwirtschaft, müssen wir einfach die Anreize mit der GWÖ-GWO-Kombi so ändern, dass diese hier finanziell abgestraft werden mit ihren Irrtümern und diese mit ihren Wahrheiten, alles was mit Wahrheiten zu tun hat, belohnt wird, ja? Und dadurch rücken dann entweder geben diese hier ruckzuck ihre Irrtümer auf und übernehmen die Wahrheiten. Auf jeden Fall rücken alle mit Wahrheiten in diese Position und vermehren sich dann und breiten sich aus. Und all dieser Prozess, Gehirnwäsche, Propaganda, Manipulation, Werbung, vorteilbringende Irrtümer, parasitäre Meme, Killer, Viren des Geistes, irrationale Kognitionen, all das hört auf. Und findet ein Ende. Und wir werden nur noch eine verschwindend kleine Menge an Manipulation und Irreführung in der Menschheit haben und überwiegend in einer Welt der Wahrheit leben. Und damit wieder zurückfinden dürfen zu unserem natürlichen, glücklichen Lebens- und Ernährungsstil und zu allem wieder zurückfinden dürfen, soweit hoffentlich unser Genbestand noch nicht irgendwie grundsätzlich verändert ist. Auf jeden Fall werden wir zu einer Lebensweise wieder zurückfinden, die dem Genbestand, egal wie er jetzt verändert ist, dem tatsächlichen faktischen Genbestand entspricht. Ne? Und mehr will Naturwissenschaft nicht. Also wir wollen nicht, dass ein früherer Genbestand idealisiert und verherrlicht wird. Alles, was früher ist, war, ist weg. Sondern entscheidend ist, dass jeder Mensch jetzt so leben darf in einer gesunden GWÖ-GWO-Kombi-Gesellschaft, ja? Also in einer Gemeinwohlwirtschaft statt Marktwirtschaftsgesellschaft, ja? So leben darf, wie es seinem Genbestand entspricht und nicht von der sozialen Marktwirtschaft und dem Kapitalismus ständig nur daran gehindert wird, seinen beglückenden Lebensstil leben zu dürfen, damit man kaufsüchtig, damit der einsame, kaufsüchtige Single möglichst konsumsüchtig alles konsumiert und dabei die Erde dann in der Folge natürlich auch zu Tode konsumiert, ja? Damit haben wir mal wieder alles gesagt und ja, und eben in der GWÖ-GWO-Kombi plädieren wir natürlich für den Teil der GWO, dass wir die Wohlfühlstimme als neue Wahlstimme einführen, so dass wir einfach der Einfachheit halber dem Wahlleiter nur übermitteln: Jetzt geht's mir schlechter, viel schlechter, sehr viel schlechter. Jetzt geht's mir besser, viel besser, sehr viel besser.
also in sechs verschiedene Stufenmöglichkeiten, also dreimal negativ, dreimal positiv. Und daraus dann eben die Verdienstzuschüsse so berechnet werden, dass jeder, da gehe ich vielleicht nochmal zurück, dass jede Sparte hier, jeder Spartenmensch jetzt finanziell abgestraft wird, wenn er unser Leben zerstört, also unser Wohlfühlen, Gesundheit, Langlebigkeit und Wohlstand beschädigt und nicht dann größere Profite macht wie bisher, wenn er unser Wohlfühlen, unsere Gesundheit, unsere Langlebigkeit, unseren Wohlstand beschädigt. Ja? Und ja, und weil alles eben im Moment unser Wohlfühlen, Gesundheit, Langlebigkeit und Wohlstand beschädigt, sind natürlich auch die Parteien voll von diesen Schädigungsideen und setzen einfach nur das um, was also an vorteilbringenden Irrtümern so in der Gesellschaft rumschwirrt. Ne? Und wie gesagt, wir haben dann solche Mittel, Hilfsmittel noch, also Wohlfühlstimme als ein Hilfsmittel. Wir könnten noch können diskutieren über die Gesundheitsaufwand, Erwartungskurve, verglichen mit dem tatsächlichen Gesundheitsaufwand. Wir können die Kosten von Fehlzeiten am Arbeitsplatz aus Sicht des Unternehmens mit einberechnen. Wir können nachdenken, ob wir noch eine Unterstimme brauchen, die Sicherheitsstimme, um speziell die Sparteninnere Sicherheit in den Griff zu kriegen. Aber das können wir auch über die Wohlfühlstimme regulieren. Und dann kann man darüber nachdenken und diskutieren, ob wir eine Beitragsrückerstattungs-Sonderbelohnungsprämie tatsächlich einführen, die also auch die Leute zum Teilnehmen an den kostenlosen Gesundheitskursangebot der Hausarzt-Gesundheitsgemeinschaften zusätzlich motiviert über kleine finanzielle Belohnungs- oder Prämienaspekte, kann man drüber diskutieren, ne? Und dann kann man die Steuer- und Abgabenleistung zum Beispiel berechnen, mit einbeziehen, um zum Beispiel die Leistung der verschiedenen Bildungsrichtungen und der Teamleiterbildung zu bemessen. Wir hatten ja das Modell Teamleiterbildung als neues Modell entwickelt, dass wir gesagt haben, wir müssen nicht versuchen, Faktoren analytisch die Auswirkungen jedes einzelnen Lehrers auf die Schüler zu entwickeln. Wir können ganze Bildungslinien machen. Also genauso wie wir Hausarzt-Gesundheitsgemeinschaften, da haben wir die Teamleitung und das Team. Und das Team ist eventuell prozentual dann beteiligt. Das können dann die Teamleiter natürlich machen, wie sie wollen, aber eventuell prozentual beteiligt. Wenn die Teamleiter viel Geld kriegen, kriegen auch die Mitarbeiter mehr Geld. Ne? Könnte man so machen. Ne? Und genauso die Bildungsteamleiter. Dann würde man nämlich eigentlich immer wieder nur die Bildungsteamleiter, irgendwelche hochrangigen Professoren, hochkompetenten Professoren, die fähigsten Kindern Spaß am Lernen bringen, bei machenden, könnenden Lehrer einstellen, Professoren einstellen, Lehrer einstellen, Kita-Mitarbeiterinnen einstellen und. Also die ganze, so dass dann als, zum Beispiel könnte es dann eine Waldorfschulen, anthroposophische Bildungslinie geben mit einem Professor, der eben auf Anthroposophie steht, eine Linie, dann könnte es vielleicht eine Montessori-Linie geben und dann, ich weiß nicht, wie viele verschiedene Bildungsschulen und Konzeptionen es gibt, aber all diese würden dann antreten dürfen, sozusagen, auch durchaus ganz neue Linien und die Eltern entscheiden sich dann, die einen entscheiden sich, ihre Kinder in diese Bildungslinie zu diesem Teamleitergeschehen zu schicken und dann haben sie schon, was weiß ich, von der Kita, von der Kinderbetreuung bis zum Studienabschluss und zur betrieblichen Ausbildung und zur Berufsschule und so weiter. Alles, was unterrichtet.
unterliegt dann diesen Teamleitungen Bildung mit den unterschiedlichen Richtungen. Ne? Und dann können die Eltern auch mal die Richtung wechseln und so weiter. Und das lässt sich dann statistisch sehr leicht auswerten und zu gucken, wie am Ende die Steuer- und Abgabenleistung der Absolventen ist. Und dann sehen wir, denn wer den Kindern Spaß am Lernen und an Kreativität, an Teamfähigkeit, an Gruppenfähigkeit, aber auch an Führungsqualitäten und so weiter gemacht hat, solche Mitarbeiter werden dann von der Wirtschaft und von den Behörden mit Kusshand genommen werden in der GWÖ-GWO-Kombi und werden dann eine höhere Steuer- und Abgabenleistung sozusagen an den Staat wieder zurückgeben können und werden in diesem Sinne dann sozusagen, und danach richtet sich dann die Belohnung an die Teamleitungen Bildung. Ja? Ja, zum Beispiel. Also so mit solchen Hilfsmitteln könnte man also mit der in der GWÖ-GWO-Kombi dann eben die Situation in ein Paradies auf Erden letztendlich verwandeln. Ja, hier nochmal der Überblick. Also, wenn wir von Bonobo-Schenker-Kommunismus reden, ja, dann meinen wir nicht den Pseudokommunismus DDR, Sowjetunion, Kuba und all diesen Mist, ja, oder China und so weiter. China, diesen Müll, diesen ganzen pseudokommunistischen, pseudosozialistischen Müll, wo ich jetzt mal die soziale Dreigliederung mit dazu zähle von der Anthroposophie, ja. Das gehört für mich alles in diesen Müllbereich des pseudokommunistischen, pseudosozialistischen. Und dann kommen wir hier in den gesünderen Bereich, nämlich die Gemeinwohlökonomie GWÖ Christian Felber. Und dann haben wir hier Gemeinwohlgesellschaft, Gemeinwohlwirtschaft, GWW, gemeinwohlorientierte Wirtschaftsordnung. Da müsste jetzt eigentlich stehen Gemeinwohlwirtschaftsordnung, denn das Orientierte wurde rausgenommen und deswegen wurde jetzt GWO daraus, also Gemeinwohlwirtschaftsordnung. So, und dann, und der Leistungs- und Wettbewerbskommunismus, es gab ja sogar mal einen Konkurrenzsozialismus als Konzept, also das ist alles das Gleiche, also das wäre echter Kommunismus, nämlich ein Leistungs- und Wettbewerbs- und Konkurrenzkommunismus, Sozialismus, Gemeinwohl, GWÖ, GWÖ-Kombi und so. Das sind eigentlich relative Synonyme. Für die, die eher in Worten von Kommunismus und Sozialismus sprechen, können sie von Leistungs-, Wettbewerbs-, Konkurrenzkommunismus und Sozialismus sprechen. Und die anderen können von GWÖ, GWO-Kombi sprechen. Das macht keinen Unterschied. Aber bloß warnen müssen wir vor diesen Pseudokommunismen und Pseudosozialismen, die die Linken noch im Kopf haben, die Partei Die Linke extrem im Kopf hat und wo die die SPD und die Grünen noch unheimlich stark durchzogen sind und die Sarah Wagenknecht mit ihrer Verachtung der Fähigen und Reichen, die nur zum Hochbesteuern da sind in ihren Irrtümern heraus. Sie ist halt voll von den vorteilbringenden Irrtümern der Sozialspartlern, denn dieses Raustreiben der Reichen und Fähigen aus Deutschland führt ja dann zur Verarmung des Landes. Dann haben die Sozialspartler wieder mehr Kundschaft, mehr Arbeitslose, Obdachlose, verwahrlosende Menschen, Suchtkranke und was auch immer. Und dann können die sich bereichern und die haben halt das Gehirn von Sarah Wagenknecht gewaschen, aber auch von der Linken, von der SPD, von den Grünen. Während ja, wie ich vorhin schon angedeutet habe, AfD und Krall, Dr. Markus Krall, AfD und CDU und FDP Gehirn gewaschen sind von den Alkohol-, Zucker- und Tabaksparten und den anderen Konsumsuchtsparten, die natürlich im Moment quasi so, ja, der Markt reguliert alles und der Markt sorgt schon dafür, dass das alles nicht so schädlich ist und so weiter. Und deswegen können wir alles so laufen lassen, wie es im Kapitalismus halt läuft und in der sozialen Marktwirtschaft und so weiter. Ne? Ja,
sozusagen Narrenfreiheit für Alkohol, Tabak und Zuckerindustrie uns alle süchtig zu machen und krank zu machen. Ne? Und die Gesundheitssparten sagen natürlich nichts dagegen, denn davon leben sie, dass wir alle krank werden. Ne? Und ja, und das ist dann eben der, was ich eben gesagt habe, das ist ja dann der neoliberale, marktradikale, bösartige, patriarchale, kapitalistische Sozialmarktwirtschaftswahnsinn, für den stehen ja Krall, AfD, FDP, CDU. Ne? Ja, damit haben wir das Bild auch erklärt. Ja, und hier noch einmal, hier können Sie selbst mal alle Sparten, die Sie kennen, eintragen. Ja, und hier in der Mitte ist ein kleiner spartenfreier Raum, weil ja nicht jeder Mensch in irgendeiner Sparte arbeitet. Aber durchseucht sind wir alle davon, denn jede einzelne Sparte durchseucht natürlich all das andere auch wieder mit ihren vorteilbringenden Irrtümern, sodass wir uns alle gegenseitig unsere vorteilbringenden Irrtümer per Gehirnwäsche einimpfen und deswegen die gesamte Gesellschaft im Kapitalismus wahnsinnig ist, geisteskranke, irre ist und verrückt ist. Und wir erst dann auf dem guten Wege sind, sie sind also erst dann, fangen erst dann aufzuwachen, wenn sie anfangen, sich selbst als potenziell verrückten, wahnsinnigen, geisteskranken, verrückten und irren zu betrachten. Denn dann kriegen sie das richtige Verhältnis zu ihrem Gehirn. Denn solange sie rumlaufen und denken, sie seien im Besitz von Wahrheiten, sind sie jenseits jeder Realität, ja, weil es ist höchstwahrscheinlich, dass ich bei ihnen zig verschiedene vorteilbringende Irrtümer irgendwelcher Sparten entdecken würde, besonders ihre eigenen Sparte, mit der sie sich selbst bereichern auf Kosten von uns allen anderen, ne? Und deswegen haben wir jetzt hier nochmal die Bilder, hier, also hier haben wir so eine Kritzelei von mir, hier die Sozialsparten, die Weltsozialsparten, die NGOs, die produzieren immer mehr armes und hungerndes und leidendes Leben in aller Welt und bei allen Tieren und Menschen. Und die Sozialsparten, besonders in Deutschland, immer mehr leidendes Leben, besonders viel Kinder von unfähigen Frauen, auf das möglichst viele unfähige, scheiternde Kinder geboren werden, mit immer noch kleineren Gehirnen. Ja? Und da kommen wir ja auch nochmal gleich dazu. Und hier haben wir die Nahrungssparten, Gesundheitssparten, Waffensparten, die gerade im Moment, zuletzt hatten wir ja eine riesen Profite auf Kosten der Menschheit, der Gesundheitssparten, ja, anstatt uns klar zu machen, dass unsere ganze Marktwirtschaft unsere Immunsysteme schwächt und wir deswegen überhaupt in Probleme mit so Dingen wie Probleme überhaupt bekommen mit so Sachen wie Grippen und Coronas und so weiter, anstatt uns da aufzuklären und die Wahrheiten zu bringen, hat man uns natürlich einfach nur Produkte verkauft, nämlich alle möglichen Produkte, mit denen es wieder schöne neue Milliardäre gab und wir das Ganze zu bezahlen hatten und immer noch ärmer wurden. Und jetzt werden wir ärmer, indem wir jetzt mal wieder 100 Milliarden und mehr in die Waffensparten pumpen, ja, weil die es mal wieder geschafft haben, sozusagen mit ihren anfänglichen Geschichten. Oh, eine Gruppe hat die nachts die andere überfallen und totgeschlagen, uns immer kriegsbereiter geistig zu machen wieder. Damals waren wir nämlich pazifistisch vor 400.000 Jahren, so wie die Bonobos heute noch pazifistisch sind. Ja, und dann die Alkohol, Tabak, die Alkohol-, Tabak- und Zuckersparten, ja, das sind jetzt die Sparten von Krall, FDP, AfD und CDU, die da die besonders viele vorteilbringende Irrtümer hineingepumpt haben. Und die Behördensparten generell sind ja brandgefährlich, besonders das Arbeitsamt mit seinem Interesse an der Ermutigung hin zur Arbeitslosigkeit und zur Entmutigung des Weges hin zur Arbeit.
die Wohnungsämter, die auch neu gesteuert werden müssen, Medien, die auch eben davon profitieren, wenn sie unser Leben eher zerstören und so weiter, Politik, Journalisten, alles muss neu geregelt werden. Sie erinnern sich, Politik wollen wir ja regulieren mit der Bundesländer, Bundesliga, der Landesregierung, dass wir endlich Wohlfühlen, Gesundheit, Langlebigkeit und Wohlstand der Bewohner und Wählerinnen des Landes zum Maßstab für die Karrieren der Politiker machen. Ja, dadurch kriegen wir Menschen endlich Vergleichsmöglichkeiten. Während wir, können Sie sagen, ob es uns in NRW in den letzten 4 Jahren, jetzt wo gerade Wahl war, ob es uns in NRW in den letzten 4 Jahren besser gegangen wäre mit einer SPD-Grüne Regierung als mit, was weiß ich, CDU, FDP war es, glaube ich, gewesen. Ich weiß es nicht genau. Also das heißt, wir wissen doch gar nichts, ja, aber mit der Bundesländer, Bundesliga, der Landesregierung würde das alles offen sichtbar, welche Landesregierungen wirklich Menschen nutzen. Dadurch müssen wir natürlich die Landesregierung, eigentlich müssen wir ein Stück weit die Bundestagsabgeordneten in die Landesparlamente umsiedeln lassen und die Landesparlament-Leute in die, solange wir noch das Kommunale, ich würde ja das Kommunale ehrlich gesagt abschaffen, es reicht, wenn wir Landesregierungen haben, die sich dann ja auch wirklich zuständig für jedes Stadt und jedes Dorf fühlen werden, zum ersten Mal richtig. Also auf jeden Fall müssen wir einen Teil der Landtagsabgeordneten großzügig finanziell entschädigen und sie ja in die Pension schicken oder in den Vorruhestand oder was auch immer. Oder auf jeden Fall müssen wir sie mit goldenen Handschlägen verabschieden. Also wir müssen die Bundestagsabgeordneten in die Landesparlamente rein, damit wir auch dann sozusagen die vermeintlich zumindest besten Politiker in den Landesparlamenten haben, weil dann ja die Landesparlamente quasi Bundeshoheit kriegen. Ja, jedes Land hat dann seine eigene Bundesregierung, die heißt dann halt Landesregierung. Also das ist dann die Bundesregierung, weil jedes Bundesland dann wieder eigenständig wird, ja, und der Bundesrat mit seinen Ländern ist dann die einzige vielleicht noch Überländerinstanz, aber letztendlich muss jede Landesregierung die Erlaubnis kriegen, alles ändern zu dürfen, ja, und hier haben wir das Arbeitsamt, dann haben wir hier die Wohnungsamt, das Medienpolitik, ach so, da geht es hier weiter mit Journalisten, Medien, ja, das ist ja der Gedanke, dass also auch die Medien, das gemessen werden muss, ARD und ZDF und auch bei den privaten Fernsehsendern, wie entwickeln sich Wohlfühlen, Gesundheit, Langlebigkeit und Wohlstand derjenigen Zuschauer, die überwiegend sich informieren lassen von bestimmten Medien, ja, und da werden natürlich die weiterhin das Leben durch Unwahrheiten und Irrtumsverbreitung beschädigen, die werden natürlich dann finanziell abgestraft und dann werden auch Medien zu Dienern der Bevölkerung. Ne? Und werden ja dann auch das innerstaatliche Vorschlagswesen befördern, indem sie eben dem folgen, was ja das Wahlbündnis will, nämlich dieses dass ARD und ZDF sich öffnen für das innerstaatliche Vorschlagswesen wenigstens der Teilnehmer dieses Wahlbündnisses, dass diese ihre neuen Konzepte ständig zur Diskussion stellen dürfen und in jeder Talkshow dabei sein dürfen, aber auch in extra Talkshows dann nochmal extra vorgestellt werden, so dass das erste Programm und das ZDF, dass die anderen Sender von ARD und ZDF, die können ja für die ganze Unterhaltung benutzt werden von mir aus und für den ganzen Sportquatsch, aber erste Programm dient nur der
dem innerstaatlichen Vorschlagswesen und der Verbesserung unseres Wohlfühlens, unserer Gesundheit, unserer Langlebigkeit und unseres Wohlstandes. Ja, und wie sofern zur Wohlfühlensverbesserung auch noch Unterhaltungssendungen gehören, dafür gibt es ja genügend andere Sender außerdem jeweiligen Hauptkanal von ARD und ZDF. Ja. Hier Richter, Polizei, Staatsanwälte, Rechtsanwälte und so weiter, ganz gefährliche Sparten, ja, weil die eben, wie gesagt, die Verbrecher ermutigen, statt sie zu entmutigen im Kapitalismus, ne? Und ja, das ist die Diktatur der Sparten. Und Karl Marx und all die Leute wie bis hin zu Thilo Bode, Greenpeace, Footwatch hatten ja das Ganze unterschätzt mit dem Begriff der Diktatur der Konzerne, und das war der Irrtum. Es ist die Diktatur der Sparten. Hier nochmal, können Sie vielleicht manches besser lesen, so rum. Ja, also hier, alles ist durchdrungen. Deswegen, es macht gar keinen Sinn, jetzt den Parteien vorzuwerfen, dass sie jetzt die vorteilbringenden Irrtümer multiplizieren. Aber die sind ja überall. Das ist ja eigentlich die Gehirnwäsche, Propaganda, Manipulation, Werbung, vorteilbringende Irrtümer, parasitäre Mime, Killerviren des Geistes, irrationale Kognition, sind ja überall, sind ja in allen Köpfen. Also kommen Sie bloß nicht auf die Idee, irgendjemandem irgendwas vorwerfen zu wollen. Gucken Sie auf Ihr eigenes Gehirn, da ist genügend Müll drin. Ne? So, und jetzt kommen wir zu einem der größten vorteilbringenden Irrtümer der Sozialspartler, der lautet: Alle Neugeborenen sind potenzielle Genies. Gib mir ein bisschen gute Bildung und dann schütte ich die Bildung als Dünger drauf und dann wird plötzlich aus einem 1-Liter-Gehirn ein 2-Liter-Gehirn. Wird aber nicht. Oder welche Nahrung wollen Sie draufschütten, um aus einem 1,30 Meter Menschen einen 2,30 Meter Menschen zu machen? Sie können in diese biologischen Dinge, und das ist eine der millionenfach bewiesenen Tatsachen der Naturwissenschaften, Sie können nicht einfach durch ein bisschen Dünger irgendwo was draufschütten oder durch Bildung plötzlich ein Gehirnwachstum einleiten. Ja, wenn ein Kind die Genetik hat für ein 1-Liter-Gehirn, dann wird es strunzdumm bleiben, egal was sie da an Bildung draufschütten. Es wird ein ganz bisschen von der Bildung profitieren und wird in seiner Fähigkeit vielleicht etwas nach rechts verschoben hier, aber es wird niemals die Fähigkeiten eines Kindes mit einem Potenzial, genetischen Potenzial für ein 2-Liter-Gehirn haben. Ne? Ja, und von daher, dieser vorteilbringende Irrtum, der hat dann dazu geführt, dass es doch gut ist, einfach Kinder zu unterstützen. Dabei in Wirklichkeit müssen wir es wie in der Natur machen. Wir müssen dafür sorgen, alles dafür tun. Und Sie kennen ja sicherlich schon unsere ganzen Maßnahmen, wie wir es dafür sorgen wollen, dass unsere fähigen Frauen mit den großen Gehirnen wieder Kinder bekommen. Möglichst von den Männern mit den großen Gehirnen, ja? Damit wir endlich wieder Fachkräftenachwuchs kriegen, anstatt Harzer-Nachwuchs. Ja? Und darum geht es, ja? Und das zeigt, dass wir als die naturwissenschaftliche, realistische, bodenständige, vernünftige Linke eben einfach auch Realitäten zur Kenntnis nehmen und nicht wie die unrealistische Linke, die ja von den Sozialspartlern gehirngewaschen sind mit den vorteilbringenden Irrtümern der Sozialspartler. Gleichheit und alle sind gleich und alle sind potenzielle Genies und so weiter. Und ja, unbedingt die Hartz-IV-Abbrecherin mit Geld überschütten, auf dass sie 30 Kinder in die Welt setze. Noch einmal, die oberste bevölkerungspolitische Aussage ist, wenn sich die durchschnittliche Intelligenz Deutschlands schneller nach links verschiebt, also schneller Richtung Dummheit verschiebt als in anderen Staaten, dann rücken wir in den Ukraine-Irak-Indianer-Indios-Status. Wir rücken in die potenzielle Opferrolle, als irgendwann mal abgeschlachtet zu werden von einem der militärisch stärkeren
kapitalistischen Killerstaaten wie China, Indien, USA, Russland und so weiter. Ja? Irgendwann werden die nicht nur die Ukraine überfallen oder den Irak überfallen oder die Indianer überfallen und Indios, wie wir das damals als Europäer getan haben, als abschlachtende Instanz im Kapitalismus, in der sozialen Marktwirtschaft, sondern dann werden wir die Opfer sein. Also wir sind im Kapitalismus gezwungen, immer ganz vorne dabei zu sein, idealerweise viel, also unsere Gehirne wieder zu vergrößern und weniger schnell zu verkleinern als oder wenigstens weniger schnell zu verkleinern als alle anderen Staaten der Erde, ja, damit wir Hightech-fähig bleiben und damit diese hier Raketenabwehrriegel entwickeln können, die zum Beispiel, wenn die Ukraine sie gehabt hätten, gar nichts durchgelassen hätten von Russland auskommend. Ja, wir müssen etwas haben, womit wir in die weltweite Abrüstung eintreten können, was nicht angriffsfähig ist, Flugleistung maximal 100 Kilometer, ja, und sozusagen unser Land ist überzogen mit einigen Stationen, so dass wir alles, was über das All kommt, in 100 Kilometer Höhe zur Detonation oder zerstören können. Wenn dann dort eine Atombombe explodiert, dann ist die eher nur wie ein kleiner Rülpser und ist dann in unserem Land praktisch kaum zu spüren oder gar nicht zu registrieren oder wenig zu registrieren. Und mit 100 Kilometer können wir niemanden angreifen, weil wir nur maximal 100 Kilometer über die Grenze fliegen könnten, aber wir fliegen also 100 Kilometer hoch, ja, und dann müssen wir auch noch berücksichtigen, das müssen wir uns klar sein, dass wir natürlich froh sind, wenn für uns aus Südafrika eine hübsche Gesundheitswissenschaftlerin kommt, die uns ihre guten Gene und ihr tolles Know-how mitbringt und so weiter und dadurch uns stärkt und stärker macht und intelligenter macht und hier dann mit schon länger hier lebenden sozusagen Kinder in die Welt setzt, aber für die Frau ist es ein Risiko, denn wenn wir das Ganze jetzt mal hier als Weltkugel verstehen, dann ist es eben so, dass jeder angepasst ist. Die, die am Südpol leben, in Südpolnähe leben, sind eben an andere Sonneneinstrahlungen und andere Lebensbedingungen jeweils angepasst. Also genau genommen gibt es gewisse Teilanpassungen an jeden Sonneneinstrahlungsgrad der Erde. Und wenn wir das einfach so, Menschen einfach sich von da nach da bewegen, kann das schädliche Dinge bewirken. Es kann auch sogar sein, dass natürlich auch jede andere Region wieder andere Bedingungen hat, an die man sich anpassen kann. Und jedes schnelle Verlassen sozusagen und Abwandern in andere Teile der Erde kann natürlich mit gesundheitlichen Schäden für die jeweiligen einhergehen. So dass es natürlich eine interessante Frage ist, wie weit jetzt die schwarzafrikanischen Menschen mit ihrer dunklen Sonnenschutzhaut in mögliche Sonnenmangelprobleme eintreten, wenn sie nach Finnland ziehen, ne? Oder nach Deutschland oder wo auch immer. Aber gut, das müssen wir einfach noch als Naturwissenschaftler im Hinterkopf immer noch auch dabei halten, ne? Das ermöglichte uns dieses Schaubild. Und hier sehen wir jetzt noch einmal hier, das ist jetzt, hier können wir noch mal sehen, hier Nordeuropa, Südeuropa, Afrika, Australien, Südasien, Nordasien, USA, Südamerika, Nordamerika, Südamerika. Oder wir können es sehen als Kommunenlandschaft und so weiter, ja. Und 150er Kommunen, also Bonobo-Schenker, wir als Savannenbonobos im Savannenbonobo-Schenker-Kommunismus, kommunistischen Gruppenehen würden uns vielleicht wieder einige dann über die Hausarztgesundheitsgemeinschaften, die das wollen, würden vielleicht experimentieren mit dem Aufbau von 150er-Gemeinschaften, die dann alle wieder, wo dann also hier
die Töchter abwandern in die umliegenden Gemeinschaften, wo dann also die Enkelkinder aufwachsen und so weiter, wo dann ein liebevolles Netz, pazifistisches, liebevolles Netzwerk sich über die ganze Erde dann am Ende ausspannt, wo man dann natürlich auch drüber nachdenken kann, dass sich Staaten auflösen, dass sich vielleicht wollen wir dann auch wieder ganz ohne Tauschhandel und Geld leben und so weiter, aber wir können auch das Ganze mit Geld und Tauschhandel machen. Dann müssen wir aber überall GWÖ-GWO-Kombi-Prinzipien beibehalten, denn sobald sie unkontrollierten Tauschhandel wieder zulassen, sind wir ruckzuck wieder im alles zerstörenden Kapitalismus und in der sozialen Marktwirtschaft ganz schnell dann wieder zurück, ne? Ja, dann also noch einmal, ja, also kriminelle Lügen sind ein kleiner Anteil, vielleicht nur 2% des Geschehens in einer Gesellschaft. Der Großteil sind vorteilbringende Irrtümer und ein kleiner Teil sind noch Wahrheiten, denn der Kapitalismus lässt kaum Wahrheiten übrig. In der Gesellschaft gibt es also eben, dass wir überhaupt nicht ganz verhungern, liegt am kooperativen Anteil. Dass wir durch die Nahrung aber krank werden, ist natürlich dann schon wieder der antikooperative Anteil und so weiter. Ja, also, aber im Kapitalismus ist der antikooperative Anteil riesig, beruhend auf überwiegend vorteilbringenden Irrtümern und kleinen Mengen krimineller Lügen. Und wir müssen dafür sorgen, dass durch die GWÖ-GWO-Kombi der kooperative Anteil alles überwiegt, ne? Und die Verschwörungstheoretiker sind eben die, die allen unterstellen, es seien kriminelle Lügner. Überall Verbrecher wittern, nur nicht in sich selber. Die also diesem naiven Schluss entstehen, wenn etwas schlecht läuft, dann ist es kein Systemfehler, sondern es sind alles Verbrecher. Alles Verbrecher. Da müsste vor Gericht gestellt werden. Ein typischer vorteilbringender Irrtümer der Sparten innere Sicherheit, der Rechtsanwaltsparten, der Richtersparten, die sich alle bereichern daran, dass sinnlos vor Gericht gezogen wird und behauptet wird, die haben uns Drosten, Bielau, Lauterbach und das sind alles Verbrecher, die uns belogen haben und so weiter. Na, genau. So. Typische vorteilbringende Irrtümer, also diese Verschwörungstheorien sind typische vorteilbringende Irrtümer der Rechtsanwaltssparten zum Beispiel. Ja, ja, dann hier diese ständige Missachtung unserer geliebten Milliardärskönige, Politikkönige und Journalistenkönige. Ja, wir müssen nicht gegen sie, sondern mit ihnen die bessere Welt schaffen. Wir müssen deren Leben besser machen und unser Leben besser machen gemeinsam. Und dafür, das geht alles mit der GWÖ und GWO-Kombi. Ja, die GWÖ hat ja auch noch solche, ja, geringschätzigen Tendenzen gegenüber den Milliardärs und Politik- und Journalistenkönigen. Ich hoffe, dass wir das dann in der GWÖ-GWO-Diskussion abstellen können und erkennen können, dass jede Art, die sich gegen ihre Leitwölfe, gegen ihre fähigsten Jägerinnen im Löwenrudel und so weiter stellt, gegen die fähigsten stellt, dass diese ja immer zum Untergang verurteilt ist. Mit unseren Fähigsten gemeinsam in die bessere GWÖ-GWÖ-Kombi-Zukunft. Ne? Ja, und vielleicht sind diese ganzen, wie Professor Hans-Werner Sinn befürchtet hat, vielleicht stimmt das, was er befürchtet hat, dass diese NGOs alle nur Schaden anrichten, dass also Fridays for Future auch nur den Konzernen, den fossilen Konzernen Panik und Angst gemacht hat, so dass die noch schneller Kohle und fossile Energien gefördert haben und noch schneller verkauft haben, um eben nicht am Ende vor einem Verbot ihres Geschäftes zu stehen und dann auf unverkauften Reserven zu sitzen sozusagen. Und dadurch, dass diese NGOs dadurch nichts anderes gemacht haben, als den CO2-Ausstoß weltweit zu vergrößern, was nur ein bisschen unsichtbar wurde dadurch, dass wir eben ein bisschen schwerer sichtbar wurde, dadurch, dass wir letztendlich durch den Corona-Effekt natürlich ein Scheinrückgang des CO2-Geschehens hatten sozusagen.
Ja, und dann kann man noch mal nur das an dem Schaubild kann man halt nur zeigen, dass eben die mit den kleinen Gehirnen zur Linksradikalität und zur Rechtsradikalität neigen, ja, zum braunen und zur unrealistischen Linken, und dann wird's hier immer realistischer, und hier sind wir die realistische Linke, die bodenständige, vernünftige, realistische Linke. Und hier sind die realistischsten unter den Konservativen. Aber dann geht es hier Richtung also CDU, FDP, AfD Richtung. Und hier wird es dann richtig, richtig AfD und rechtsbraun. Ja, ja und das ist also der Gang, wie also die Intelligenz zusammenhängt mit. Sozusagen mit der ganzen Geschichte. Ja, und das ist das eben, was DNS in diesem Universum macht. Viele wollen ja eine Gesellschaft ohne Geld, ohne Tauschhandel, ohne Leistung, ohne Wettbewerb, ohne Konkurrenz und so weiter, ohne Unterschiede und so weiter. Aber DNS ist eben Wettbewerb, Leistung, Wettbewerb, Konkurrenz, Egoismus. Ja, ohne Egoismus wollen ja viele die Gesellschaft, und den Menschen entwickeln hin zum weg vom Egoismus. Aber DNS ist leider Egoismus, ja. Also um einen Menschen umzukonstruieren, sie können einen Roboter ohne Egoismus, ohne Leistungsmotivation, ohne Wettbewerbsneigung, ohne Konkurrenzneigung erschaffen und bauen und konstruieren und entsprechend programmieren. Aber bauen Sie mal bitte ein Säugetier um. Das wird, also ich weiß nicht, wie viele Millionen Jahre man dazu brauchen würde, um das hinzukriegen, ne? Also wir wissen ja bei den meisten Genen noch nicht mal, was sie überhaupt wo irgendwo machen mit uns, ne? Aber irgendwo in dem ganzen DNS-Wust, in den 23 Chromosomenpaaren, 46 Chromosomen unserer Zellkerne und so weiter, und wo auch immer noch Information vorhanden sein mag, in den Mitochondrien und wo auch immer, das ist alles programmiert auf Egoismus, Leistung, Wettbewerb, Konkurrenz. Und das verlassen zu wollen, ist einfach nicht möglich, ne? Und deswegen sind das dann wieder möglicherweise vorteilbringende Irrtümer der Sozialstaaten. Denn wenn ich das versuche, eine Gesellschaft so zu bauen, dann landet sie wieder in größter Armut. Und dann gibt es wieder so viele Sozialfälle, und dann können sich die Sozialspartler bereichern. Und wenn das ganze Land dann nur noch aus Armen besteht und die Sozialspartler nicht mehr bezahlen kann, können ja die Sozialspartler abwandern in andere Staaten und diese dann plündern, ne? Das können ja auswandern dann. Sie sind ja reich und alles andere ist verarmt, und sie können ja dann abwandern, wenn aus den Armen nichts mehr rauszuholen ist, aus dem verarmten Land, ne? Und so geht dann das Plündern weiter, so ähnlich, so kann es ja überall dann geschehen. Ja, also das heißt, wir sehen ja hier, diese Mutter versucht ihren eigenen Gene rein egoistisch in die Zukunft zu pumpen, indem sie wenigstens 0,5 der Gene hier hat, und die anderen 0,5 stammen ja vom leiblichen Vater, ja. Und beide versuchen ja auf diese Weise ihre Gene in die Zukunft zu pumpen. Und das lässt sich wohl nicht ändern, weil das ist einfach Natur. Das ist leider in diesem Universum. Wir sind ein Universum, das nur DNS-orientiertes Leben kennt. Da bräuchten wir ein anderes Universum mit ganz anderen Spielregeln und Gesetzmäßigkeiten, aber dieses Universum, das ermöglicht das einfach nicht. Das ist Naturgesetz, ne? Und das kann man leider durch nichts ändern, sondern man kann eben nur Staaten ruinieren und in Armutslandschaften verwandeln, indem man das versucht. Und das mögen natürlich dann, davon profitieren natürlich dann die Sozialspartler. Schluck Wasser. Schluck Wasser nochmal.
Ja. So, dann gucken wir mal weiter. Und dieser egoistische Akt setzt sich fort. Die Nabelschnur wird ersetzt durch die Nabelschnurersatzverbindung, Brustwarze, Lippen des Kindes. Ja? Und hier fließt dann die Energie weiter von Mutter zu Kind. Ein hochegoistischer Akt hat nichts mit Selbstlosigkeit zu tun, sondern ist ein höchst egoistischer Akt, denn die Mutter kann nicht mehr als zu versuchen, wenn sie aber jetzt feststellen würde, dass das Kind irgendwie nicht in der Lage sein wird, erfolgreich weiterhin die Gene dann in weitere Generationen zu transportieren, dann kann sie sich auch jederzeit gegen dieses Kind entscheiden. Und das ist ja dann auch eine gesunde Entscheidung der Mutter, ja? Also, und das sollten wir ihr nicht reinreden, denn sie sieht ja, ob das Kind von Anfang an von ihr so gut versorgt und ernährt und gebildet und sonst was werden kann. Wir sind ja auch längst schon wieder im Kapitalismus auf dem Weg, dass unsere staatlichen Schulen eher sowas wie die Sklavenschulen für die Dummen sind und dass die Fähigen eigentlich nur noch in Privatinstitutionen, sogar ich damals war schon eine Zeit lang in einem Privatinternat, wenn es damals ein Alumnat war, aber ja, also staatliche Schule und privates Internat, aber ein paar Jahre. Also die Gebildeten haben ja jetzt immer mehr den Trend, die staatlichen Bildungseinrichtungen zu verlassen und die teuren privaten zu wählen, weil eben nur dort wirklich noch gute Bildung stattfindet und das andere ist ja mittlerweile längst runtergekommene Sklavenbildungsstätten für Sklaven, ne? Und deswegen, wenn die Mutter sieht, nee, sie kann das Kind gar nicht in eine private Bildungseinrichtung bringen, ja, warum soll sie sich nicht gegen das Kind entscheiden, wenn das Kind sowieso keine Chance hat, wirklich auf erfolgreiche und leistungsfähige weitere Generationen, ne? Dann kann sie sich auch dagegen entscheiden, ne? Und dann belassen wir aber das aber den Müttern. Die werden immer da eine gute Bilanz machen. Es ist ja ihr Leben und es ist ihr Fleisch. Ja? Und natürlich auch der Väter, aber da wir ja in idealen, im Bonobo-Schenker-kommunistischen Gruppenehen zum Beispiel gar nicht wissen, Savannen-Bonobo-Schenker-kommunistischen Gruppenehen ja dann am Ende gar nicht wissen, wer der Vater welches Kindes ist, müssen wir es allein den Frauen überlassen, ne? Die Entscheidung über die Kinder. Ja, und wie heißt es so schön? Pater semper incertis oder so, oder Mater semper certis oder so. Also der Vater ist immer ungewiss, die Mutter ist immer gewiss. Ne? Es sei denn, wir wurschteln damit zu viel rum, aber das soll dieses mit den Gesundheitssparten daran, an den natürlichen Vorgängen zu viel rum. Da müssen wir dann da auch noch aufpassen, ob die Mutter überhaupt die Mutter ist. Ne? Leihmütter und was auch immer. Ja? Und hier haben wir jetzt die schwarzafrikanische Gesundheitswissenschaftlerin. Herzlich willkommen. Wenn sie das Gesundheitsrisiko eingehen will, dass sie vielleicht gesundheitliche Probleme bekommt, weil sie hier mit dieser anderen Sonneneinstrahlung und so weiter nicht klarkommt. Aber herzlich willkommen bei uns. Frische Gene sind immer gut für uns. Das ist die endgültige Absage an diesen AfD-Rassismus, der da mitschwingt noch in der AfD, ja. Weg mit diesem rassistischen Müll. Wir brauchen frische Gene aus aller Welt. Es gibt nichts Schlimmeres für eine Tierart, als wenn sie genetisch verarmt und nicht mehr genügend Zustrom neuer genetischer Innovationen bekommt. Deswegen herzlich willkommen, liebe schwarzafrikanische. Bringen Sie gerne Ihre hochleistungsfähigen Gene und Ihr Hochleistungswissen in uns rein und machen Sie uns stärker, sodass wir nicht das Schicksal der Ukraine erleiden. Ne? Und hier, ja, da könnte man noch mal sehen, wenn die Menschheit wirklich so wäre, dass die Menschen wirklich politisch mitdenken wollten. Es gibt ja zwei Modelle. Die einen sagen, die wollen das delegieren, also wir wollen es weiterhin delegieren an die Bundesländer, Bundesliga der Landesregierungen, weil wir einfach nichts zu tun haben wollen, den ganzen Tag uns mit Politik zu beschäftigen. Oder wenn sie sich doch damit beschäftigen
wollen, so könnte dann hier zum Beispiel ein Volksentscheid aussehen, wo die Wählerinnen dann wirklich vieles entscheiden dürfen. Ne? Und ja, und man könnte dann, wenn die Bevölkerung wirklich so viel machen wollte, könnte man nicht nur die Wohlfühlstimme einführen, die ja mit ganz wenig Zeitaufwand sofort das Ende des Lobbyismus bedeuten würde und so weiter. Und dann zusammen mit der Bundesliga der Landesregierung natürlich das endgültige Ende jedes Konzerneinflusses hat. Politiker, die nicht mehr nur uns Menschen und allen Wählerinnen und Bewohnern ihres Bundeslandes dienen, die sind dann ganz schnell weg vom Fenster wegen den vorgezogenen Neuwahlen und so weiter, ne? Ja, und dann die Wahlprogramme und Volksentscheide. Wie gesagt, wenn das gewollt ist, wenn das wirklich gewollt ist, dass wir die Arbeitsteilung ein Stück aufkündigen und wir wirklich wieder selbst entscheiden wollen, ja, die Frage ist es ein Fortschritt auch bei der Steuerung eines Bundeslandes, in der Bundesliga der Landesregierung, da arbeitsteilig vorzugehen, oder wollen wir einen Teil der Arbeit wieder auf uns selber zurückwälzen? Was wollen wir? Dann können wir hier auch Wahlprogramme und Volksentscheide nehmen. Wir können auch die Volksvorwahlen, Mini-Volksentscheide noch dazu nehmen, um neue Reformer hochzuwählen. Da müssten wir dann vielleicht alle 10 Jahre mal an solchen Hochwahlprozessen stattfinden, an den sogenannten Vorwahlen, Mini-Volksentscheiden, wo wir auch Themenfestlegungen entscheiden könnten bezüglich der nächsten großen Volksentscheide und so weiter. Ja, und dann, ja, aber das muss sowieso gemacht werden. Medienreform, die öffentlich-rechtlichen Medien sofort werbefrei. Ja, als Übergangsform könnte man sagen, 50% Stimmrecht für neue Mitarbeiter mit Gegenmeinungen. Darauf folgt immer 50% der Redezeiten für die Gegenseiten. Naja, könnte man machen. Vor-, Nachmittags- und Abendsendungen, Übungsvorwahlen, Mini-Volksentscheide und so Talkshows und so weiter. Kann man alles machen. Wie gesagt, das will ja auch das Wahlbündnis erreichen und so weiter. Aber wir müssen auf der anderen Seite sehen, vielleicht wollen die Leute dann auch, wir werden es ja auch dann sehen, ob sich halbwegs noch genügend viele Zuschauer dann finden für die ganzen Talkshows des innerstaatlichen Vorschlagswesens, ob die Bürger sich entscheiden und sagen, nee, wir haben jetzt mit der Bundesliga der Landesregierung so viel Kontrolle über die Politik, wir haben keinen Lobbyismus mehr, mit unserer Wohlfühlstimme haben wir sowieso das alleinige Sagen im Staate, wir als Menschen, ja, und die Konzerne haben gar nichts mehr zu sagen im Staate, sondern sind unsere Diener oder sterben. Ja, entweder du bist unser Diener oder stirbst. Ja. Und dann insofern es reicht uns dann, dass wir die Bundesliga der Landesregierungen im Griff haben und überlassen es dann den Politikern, die neuen Ideen der neuen Denker und Ideenentwickler aufzugreifen, denn die werden natürlich die Landesregierung werden ihre Türen weit öffnen und sagen, kommt, und zwar nicht nur als Alibi, wie zuletzt gemacht, da war es mal so eine Alibi-Aktion von der CDU, ja, neue Ideen braucht die CDU, das war alles nur Alibi, das war nur, denn in Wirklichkeit interessiert man sich gar nicht für neue Ideen, aber ab der Bundesliga der Landesregierung kann man ja nur noch überleben, wenn man die besten Ideen der neuen Denker vor den anderen Parteien erfährt. Vor den konkurrierenden Landesregierungen und Parteien erfährt. Ne? Und dadurch werden sich die Türen sperrangelweit offen. Man wird ständig zu sich rufen, alle Ideenentwickler neuer Ideen. Und dann könnten die Wählerinnen natürlich auch sagen, wir wollen das gar nicht unbedingt in den Medien haben, das innerstaatliche Vorschlagswesen, sondern das können die Parteien und die Bundesländerregierungen, die Landesregierung selber machen. Ne? Das können wir denen überlassen. Also wir müssen denen jetzt nicht in eine Basisdemokratie aufzwängen, den Wählerinnen. Ne? Wenn die das nicht wollen, wollen sie es nicht. Ne? Ja. Und dann, ja, man könnte natürlich auch Eilentscheidungen in der Politik fällen auf Basis von simulierten geheimen Volksentscheiden.
Ja, Reform, das ist hier mir jetzt auch als Übergang natürlich extrem wichtig. Reform der 5%-Hürde, keine Stimme geht mehr verloren, wird bei Nichterreichen der 5%-Hürde einer festgelegten Partei zugerechnet oder zugerechnet oder abgezogen. Ja, also man kann ja dann so eine ganze Kette von Parteien machen, so wenn die nicht über die 5% kommt, dann die und dann die Stimme an die, ja, und dann könnte ja so eine zulassen, dass man so kleine Ketten festlegt, wo die Stimme hinwandert, wenn die alle nicht die 5%-Hürde schaffen, ne? Und am Ende sollte vielleicht eine Partei stehen, die mit großer Sicherheit die 5%-Hürde überschreitet. Und so hätten wir dann so einen Kompromiss aus nicht mehr zu kleine Parteien, zu große Vielfalt, zu winziger Parteien und diesem im Moment dieser Unterdrückung des Hochkommens neuer Parteien. Da hätten wir so einen Kompromiss, ne? Ja, und dann hier so, das, da gibt's ja auch diese Bewegung, eine neue die Verfassung zu verbessern, eben statt einer kapitalistisch-marktwirtschaftlichen Verfassung eine gemeinwohlorientierte Verfassung zu schreiben. Aber das floppt ja wohl auch gerade und ist unterwandert worden von irgendwelchen Sparten. Ich glaube, es ist von der Anthroposophie-Sekte unterwandert worden, dieses Vorhaben. Ja, das war ja damals der erste Entwurf, circa 1990, der erste Vertrag gemäß der Konzeption eines neuen Gesundheitssystems. Das war also eine erste Gesundheitsreformkonzeption, die genau das gemacht hat, was die GWÖ-GWO-Kombi ja dann machen würde, nämlich jeder im Gesundheitswesen wird belohnt, je gesünder sich durch sein Wirken die Kunden entwickeln. Ja, hier, da könnte man die Vertragstechniken kann man lesen, ja, könnte ich jetzt, müsste ich jetzt allerdings noch ein bisschen vergrößern, aber weiß nicht, ob man es dann lesen kann, ja. Und hier sieht man noch mehr von diesen Volksentscheidsgeschichten, hier sieht man noch mal mehr von den Verträgen und den Texten zeigt nur. Das zeigt also, wie alt die GWO-Geschichten sind schon. GWO geht ja auf 1968 zurück. Hat ihr da den Beginn ihrer Denkgeschichte und 1990 war man schon so weit, dass man eigentlich schon wusste, wie man die idealen Gesundheitsreformen macht und wie man sogar neue Versicherungsformen macht, in Kombination mit der privaten Krankenversicherung hier das Modell und so weiter. Und ja, und so sieht man hier nochmal Volksentscheid, Vorentwürfe sozusagen halb ausgefüllt. Und so weiter. Und hier hätte man Volksentscheide über Verfassungspunkte, Präambel. Hier könnte man so könnte ein Volksentscheid der Verfassung aussehen, ne? Und ja, so. Ja, dann ist doch schön, dass sich das nochmal gezeigt hat, dass wir, Sie können das Ganze ja anhalten und dann lesen. Ja, das war's. Ich habe Ihnen also hiermit nochmal alles gezeigt. Damit, glaube ich, habe ich in dieser Sendung nochmal alles rund gemacht. Diese Sendung können wir mal wieder sehen. Noch einmal so der allerneueste Stand. Das ist das, was Sie in den über 1000 Sendungen alles nochmal im Detail nochmal alles nachhören und nachschauen können. Und in dem ganzen unzähligen Homepages, ja, wo finden Sie das alles? Ja, also, wenn Sie hier hingehen, na, zum Beispiel hier, ach so, das sind jetzt wieder Bilder von mir. Ja, na, jetzt bin ich wieder zurück. Na, jetzt bin ich wieder bei der Kommune. Ja, da wären wir wieder beim Savannen-Bonobo-Schenker-kommunistischen Gruppenehen wieder zurück. Na, der Supervision dafür. Ja, aber ich zeige Ihnen das nochmal schnell hier, damit wir ja wirklich alles rund gemacht haben. Ja, wenn Sie also mal eingeben hier irgendwie, wenn Sie also googeln nach, oder Sie tippen direkt ab hier, von hier direkt ab, Rat der Weisen-Bibworld.de, dann kommen Sie direkt hier hin, ne? Müssten Sie eigentlich schon direkt auf dieser Seite hier landen.
Und dann sind sie eigentlich schon hier richtig. Da, besser geht's eigentlich nicht. Da, ja, doch. Ist eigentlich egal, wie ich das mache. Doch, nee, so ist es noch am allerbesten. Also, wer mitdiskutieren, stöbern und schmökern würde, also hier kriegen Sie Zugang zu den Tausenden von Textzeilen, auch befreundeter Homepages. Hier können Sie munter rumklicken, sozusagen, und überall auf Befreundetes und Ähnliches. Also, letztendlich die GWÖ-GWO-Diskussion können Sie hier verfolgen. Besonders hier können Sie natürlich bei der Partei des Gemeinwohls, wenn Sie da draufklicken, natürlich dann auch eben diese GWÖ-GWO-Diskussion vertiefen und verfolgen und können die unterschiedlichen Ansätze sich anschauen. Und ja, und dann finden Sie hier, können Sie in 1050 Sendungen können Sie, das ist ja jetzt dann Sendung 1049, können Sie in bald 1100 Sendungen und nee, in circa 2000 Sendungen können Sie das Best of Best des Fernsehens überhaupt finden. Ja, das Best of Best findet sich zum Beispiel, wo ist es denn? Eine von diesen Sendern ist ein befreundeter Sender, das ist der News und Talks. Wenn Sie also News und Talks irgendwie finden, da müssen Sie alle Playlists durchschauen, da können Sie das studieren hier. Und so finden Sie dort alles. Und auf den Homepages überall und alles, wenn Sie das alles studieren, haben Sie ein Studium in Wahrheit im Gegensatz zum Studium der kapitalistischen vorteilbringenden Irrtümer der Sparten, also der Märchen und der Pseudowissenschaften unserer Universitäten. Das ist ja alles voll. Unsere Universitäten haben ja circa 90% Pseudowissenschaft. Ich konnte ja auch nur zur Wahrheit finden, weil es auch noch tatsächlich irgendwo noch diese 10, vielleicht bis 5% Wahrheiten sogar an den Universitäten noch manchmal zu finden gibt. Aber das wird immer weniger, ne? Jetzt haben wir ja die Wahrheitsinstanz Weltrat und Next Scientist for Future. Und wenn Sie da studieren wollen, an dieser Mini-Online-Uni, dann haben Sie hier jetzt alles vor sich, was Sie studieren können, ja? Ich glaube, damit ist alles gesagt. Damit ist mal wieder die Sendung 1049 eine Rundumschlag, nochmal so alles zentral Wichtige in einer Sendung. Wie lange hat die jetzt gedauert? Oder ich muss sie wahrscheinlich erstmal abschalten. Ich muss diese Sendung jetzt hier erstmal abschalten. Jetzt bin ich hier irgendwie, habe ich was angeklickt, ne? Oh, mache ich das mal wieder zu. Ich muss hier suchen, wo ist das Ding hin? Ach, da oben ist es. Also, wieder mal ein Rundumschlag, alles erklärt. Tschüssi, bis bald.